Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Telestammtisch Magazin. In der ersten Folge hatten wir schon tolle Themen wie die Oscarverleihung oder Kino versus Streaming. Und es hat super viel Spaß gemacht, deswegen wollten wir uns eigentlich in der gleichen Runde gleich nochmal zusammensetzen. Die Eva ist heute leider nicht dabei. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Max und Max aus München sind aber wieder dabei. Hey, hallo. Moin, moin. Hallo. Und als neuen Gast haben wir heute den Dom am Start. Servus. Ja, moinsen. Wie geht's euch? Ich glaube, heute ist das große Thema die Kinoneueröffnung. Ich wollte eigentlich schon ins Open-Air-Kino gehen, aber letzte Woche war das Wetter noch so ein bisschen durchwachsen. Wart ihr schon im Kino? Nee, noch nicht. Nö. Keine aber ist schon wieder möglich, oder? Ich habe das gar nicht so verfolgt irgendwie, weil ich hatte jetzt mit neuem Job und so ein bisschen viel zu tun um die Ohren, keine Ahnung. Aber ab 1. Juli. Nee, das war schon früher möglich, also im kleinsten Rahmen, seit 2 Wochen, glaube ich. Was passiert hier gerade? Man weiß es nicht, da hat irgendeiner von euch... Was ist das? Was ist das für eine Kacke? Ja, komm, dann ja, also ich habe jetzt mal kurz... Na, das passt doch zum Thema Open-Air-Kino, ist doch wunderbar. Hey, wir sitzen jetzt alle im Open-Air-Kino. Ja, hey, stimmt. Wow. Genau. Amphitheater im Westpark, so schaut es da auch aus. Ja, letzte Woche zweimal der Rausch und ich wollte es mir nicht reinziehen, aber wie gesagt, Wetter war nicht so knorke. Aber. Ja, also auch dieses Open-Air-Kino in München, wir kennen es. Da ist es echt schwierig, Karten zu bekommen. Und ich denke jetzt auch gerade besonders, wenn alle so ausgedörrt sind, aber so ein Open-Air-Kino, das kommt auf jeden Fall demnächst auf die Liste, ja. Ich habe mir gestern auf YouTube noch so ein Video angeschaut, irgendwie, wo sich so Kinobetreiber zusammengehockt haben und da irgendwelche Aktionen besprochen haben, die sie jetzt halt machen. Also irgendwie endlich wieder Kino oder, warte mal, ich habe hier so ein paar Sachen gespeichert. Das war eigentlich ganz interessant, weil die halt mit Ströhr diese Schilderwerbungsgeschichte, kennt ihr wahrscheinlich, und mit Facebook zusammen haben die halt irgendwelche Aktionen gemacht und Spots produziert und so. Habe ich noch gar nicht so viel in Real Life gesehen, aber hier gab es, Moment, falscher Bildschirm. Ah, okay. Irgendwie solche Geschichten habe ich da gesehen. Mhm. Also die haben da so eine, hier, genau das war das, zurück ins Kino, da konnte Kinobetreiber irgendwelche Ideen reinpacken und sich auch irgendwelches Trailermaterial ziehen und so weiter, um halt ihre Kinos zur Neueröffnung wieder so ein bisschen zu promoten. Ja. Das, mitgekriegt? Nee, ja, doch. Also dieser lachsfarbene, den du da vorhin hattest, der kam mir irgendwie bekannt vor. Tatsächlich, wahrscheinlich habe ich es in der U-Bahn gesehen. Ja. Ja. Aber bei euch ist jetzt auch schon länger dann offen, ne? Also ich hatte vorgestern mal nachgesehen, bei uns hier im Ruhrgebiet ist ab 17.06. wieder offen, also nächste Woche. Eigentlich bei uns offiziell die meisten Kinos ab dem 1.7. sogar erst. Ja, genau, das habe ich mir auch gehört. Also Pressevorführungen waren ja schon, aber blöder neuer Job. Die sind ja dann doch meistens vormittags, das klappt jetzt nicht mehr so gut. Aber ja, seid ihr heiß drauf. Also wie gesagt, ich habe so viele auf der Liste. Im City haben sie ja schon das Programm gezeigt, Nomadland, Der Rausch. Also alle Oscar-Filme, die ich noch nicht gesehen habe, laufen da jetzt gerade. Die werde ich dann alle rattern. Mal schauen. Ja, also Nomadland möchte ich mir auf jeden Fall im Kino anschauen. Also definitiv. Ja. Und dann mal gucken, ja. Also es ist nur so, dass ich habe jetzt gestern auch zufällig, also weil ich auch einen sehr kinoaffinen Freund habe und der wiederum kennt die Eigentümerin von einem also ein Vorort von München, die hat ein One-Screen-Kino, also sie kann nur einen Film zeigen. Und die macht jetzt eben genau das, was wir ja auch gerade anteasern wollten. Das ist also wirklich total, also eigentlich Fanfilme von vergangenen Jahrzehnten gibt, also sozusagen auf Wunsch.
Und sie sagt, sie wird es die nächsten 3-4 Monate auch machen, weil alles, was jetzt Disney und Warner und so weiter, wie sie heißen, jetzt den Kinobetreibern eigentlich immer noch ans Knie schrauben, also dass ein Film also mindestens 2 oder 3 Wochen durchgehend gezeigt werden muss, bevor wir Lizenzen bekommen, dass sie da persönlich keinen Bock hat, sondern eher jetzt erstmal einen bunten Blumenstrauß an, ja, quasi täglich was Neues zeigen, damit sie da einfach auch mehr Öffentlichkeitsaufmerksamkeit bekommt. Aber ist die da prinzipiell dann so gegen diese Fesselung? Oder dass man sagen kann, da kommt jetzt im nächsten Jahr eine kleine Revolte auf uns zu? Nee, also generell verdient sie natürlich schon Geld, wenn irgendein Blockbuster wie James Bond auch in grünem Zelt läuft, aber so wie zum Teil die Filmverleiher mit den Kinos umgehen, die eben kein Multiplex sind, hat sie einfach gesagt, also sie ist ja jetzt nicht angepisst und sagt nie wieder Blockbuster, aber das ist so das, was sie jetzt die nächsten 2-3 Monate einfach machen möchte, um einfach ja, die Vielfalt des Kinos feiern zu dürfen, ohne einen Film 3 Wochen am Stück zeigen zu müssen. Ja. Also da geht es um die Vielfalt jetzt. Ja, das war schon oft so bei gerade kleinen Kinos und dann den ganzen Disney-Blockbustern, dass die diese harten Auflagen bekommen, also selbst Kinos irgendwie mit 2 Sälen, mussten dann irgendwie, um mir Rise of Skywalker oder irgendeinen Marvel-Film zu zeigen, mussten halt garantieren, dass sie wirklich 4 Wochen lang nur diesen einen Film zeigen. Mhm. Und manche Kinos, das hat der Kollege Patrick auch schon mal erzählt, schöne Grüße, ich hoffe, ich bin hier einigermaßen zu verstehen. Der hat dann auch erzählt, dass es auch immer mehr so kleinere Kinos gibt, die dann auch mal warten bei den Blockbustern, also die dann wirklich einen Marvel-Film oder den neuesten Star Wars dann irgendwie nach 6 Wochen erst irgendwie bringen können, weil dann halt auch die Leihgebühr geringer ist. Ne? Ja, ja. Ja, und gut. Ich finde es, wie gesagt, prinzipiell finde ich es ja gar nicht so schlecht, wenn Kinos mehr oder weniger ein bisschen zu ihren Werten und Idealen vielleicht sogar ein bisschen stehen und sich eventuell dadurch dann von den anderen abgrenzen. Aber man muss halt dann dazu sagen, es ist nicht jede Stadt wie München oder Berlin oder Hamburg, dass du halt einfach mehrere Kinos in einer Stadt hast. Mhm. Ich glaube, kleinere Kinobetreiber wie jetzt in Gröbenzell, also das, was du jetzt ansprichst, Max, die tun sich dann natürlich schwer. Die haben halt, keine Ahnung, so und so viele Kunden, die in ihren Einzugsgebiet reingehen würden. Und da hast du halt dann auch die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die sich eher für den Blockbuster entscheiden würden, als jetzt für den neuen Film von François Ozon oder so. Wobei der ja nicht schlecht sein soll von François. Ja, ja, aber... Ja. Welcher ist das? Das habe ich jetzt gar nicht auf den Schirm. Ich habe den letzten, den ich gesehen hatte von ihm, auch für den Telestammtisch, den ich sehr empfehlen kann, ist Gelobt sei Gott. Da ging es um die Missbrauchsfälle in Frankreich in einer katholischen Kirche. Hat der jetzt schon wieder einen neuen? Keine Ahnung, ich weiß. Das war okay. Ich jetzt einfach nur rausgehen. Weil Max meinte, der soll gut sein. Ich bin neugierig direkt, der François Ozon. Ich habe da einfach hier, genau, da muss ich hindeuten, damit ich auf ihn deuten kann. Das ist ja schön, man kann es hier richtig deuten, gell? Genau. Ich habe ihn nur einfach unterstützt. Okay. Ich glaube, ob diese andere Leute die wechselt immer durch, glaube ich. Das schauen wir dann. Ja, das finde ich fast ein bisschen schade, weil du gerade gemeint hast, hier wie in München oder so, wenn da so viele Kinos auf dem Haufen hast, wenn das du zum Beispiel beim Telehorst auch immer von seinen Kinoerlebnissen erzählt oder auch andere Rezensenten irgendwie auf YouTube, so, wenn sie halt immer davon erzählen, dass sie halt irgendwie 2 Stunden zu dem Kino erstmal fahren müssen und sich dann immer doppelt und dreifach überlegen, was sie da anschauen oder dass sie teilweise auch einfach hinfahren und dann da erst vor Ort entscheiden, was sie überhaupt anschauen oder so, das ist immer volles Event. Aber bei uns, ja, wie gesagt, da gibt es halt 80 Kinos und dann gehst du spontan mal irgendwo rein und so. Sag mal, vielleicht so als kleine Geschäftsidee, machen wir doch einfach Pop-Up-Kinos in so mittelgroßen deutschen Städten auf. Pop-Up-Kinos? Ja, das sind dann, keine Ahnung, die Hälfte des Tages sind es Restaurants und die andere Hälfte sind es Kinos. Ja, wobei die Öffnungszeiten von Restaurants und Öffnungszeiten von Kinos sich halt ein bisschen überschneiden. Ja. Vielleicht oder Kitas. Ja, oder Kino im Lidl oder sowas. Ja, genau. Oh Gott, nee. Kino im Lidl. Das ist doch super. Leute, echt. Also wer uns hier zuschaut,
Wir nehmen Investitionen entgegen. Ja, genau. Wir würden sagen, wir fangen gleich mal in Tübingen an, weil darüber gehört, da haben sie irgendwie einen Bürgermeister, der eh den Scheiß mitmacht. Von dem. Und dann hast du da anstatt teure Cola-Getränke, hast du dann da gut und billig Tetra-Packs oder was, die ja, du dann genau. ausgibst. Die billigsten Nachos ever, genau. Ja. Genau, genau. Und da könnten sie ja wirklich ziehen, genau, ja. Ich habe mir letztes Jahr zur Corona-Zeit, wo die Kinos zu hatten, so einen Portable Outdoor-Beamer gekauft, so einen Mini-Teil. Und der ist echt ziemlich cool. Und da haben wir auch öfter mal Pop-Up-Kino. Wir wollten es eigentlich mal unter der Brudermühlbrücke machen. Da ist so eine schöne, neu gestrichene weiße Wand. Aber das Wetter hat irgendwie nie gepasst. Und irgendwie war das logistisch nicht so leicht hinzukriegen. Aber wenn du sowas machst, dann gibst du mir Bescheid. Weil ich glaube, Pop-Up-Kino unter der Brudermühlbrücke. Aber mir sagte der Begriff Pop-Up-Kino bis gerade eben gar nichts. Gibt es den jetzt so wirklich etabliert? Nee, ich meine, es gibt ja diese Pop-Up-Stores. Und das macht ja zum Beispiel, ich habe jetzt bloß vor kurzem irgendwie mitbekommen, dass Burger King so eine Pop-Up, wie plant-based, wie sagen wir das, also fleischlose Burger. Mhm. Die machen so Pop-Up-Stores auf, die dann immer wirklich nur eine Woche da sind, wo sie halt nur vegetarisch und teilweise auch vegan verkaufen. Also ein Burger King, der komplett auf Fleisch verzichtet, aber halt mit Burger King-Produkten. Und ich meine, Pop-Up-Geschichten gibt es ja in München auch viele. Unten beim Stachus, glaube ich, gab es da so einen Laden, der immer wieder mal alle zwei Wochen was anderes drin hatte. Aber warum sowas nicht irgendwie mit Kinos auch machen für mittelgroße Städte? Ich meine, für München würde es sich nicht lohnen, weil da hast du die Kinos, da hast du die Programmkinos, du hast am Theatina dein französisches Kino, du hast das City-Kino, wo solche Sachen gezeigt werden, Monopol, Metropol, Alkohol. Also ist alles da geboten. Kommen wir der Sache näher, Max. Ja. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt eine Person wie jetzt das Du und wohne in, keine Ahnung, Bergisch Gladbach oder sowas in der Art. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Bergisch Gladbach hat, wahrscheinlich so 80.000. Und die haben zwei Kinos. Und die konkurrieren. Und die müssen halt, um jetzt fortbestehen zu können, irgendwann mal wieder auf die Fesselung der, wie sagt man, der Blockbuster zurück. Mhm. Das wäre halt natürlich kacke, weil ganz ehrlich, wir brauchen jetzt hier nicht den Romantischen machen und sagen, dass Disney sowas nicht ausnutzen würde. Irgendwann mal. Nee, da muss man sich wirklich keine Illusionen machen, gerade bei einem, bei einem Konzern wie Disney. Das, die kennen da gar nichts und das war auch schon leider vorher. Und ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Video vom letzten Jahr. Ich weiß nicht, hattet ihr das gesehen, als der Mulan endgültig abgesagt und auf Disney Plus geschoben wurde. Da gab es ein Video von einem französischen Kinobetreiber, der, glaube ich, mit einem Spielzeug-Lichtschwert den Pappaufsteller, den er, glaube ich, ein Dreivierteljahr da stehen hatte, zerkloppt hat. Ja, aber das ist, ich konnte mir vorstellen, dass genau das die Gefühle sind, die eben, also bei Betreibern von, ich sag, medium großen Kinos bis jetzt kleine One-Screener in Vororten oder sowas, die haben diese Probleme einfach. Andere Kinos, wie gesagt, in Großstädten hast du dieses Problem eigentlich wahrscheinlich weniger, aber wenn du wirklich drauf schauen musst, wie du deine Säle verteilst, damit du auf der einen Seite deine Mitarbeiter bezahlen kannst und die Kinos und halt auch ein bisschen Profit machst. Habt ihr es eigentlich mitgekriegt? Also man kennt es ja aus der Gastro, dass jetzt da viele halt während Corona aufgehört haben und dass die jetzt teilweise auf Personalsuche sind. Und ich habe auch gesehen, jetzt wo ich halt noch vor kurzem auf Jobsuche war, habe ich auch ein paar gefunden. Jetzt beim Ari-Kino in München zum Beispiel haben sie halt auch so Servicepersonal gefunden. Habe ich mich auch gefragt, ob es da auch so war, dass jetzt dann natürlich alle aufgehört haben, wenn die wussten, jetzt ein Jahr lang ist da nichts zu arbeiten so ungefähr. Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil die meisten sind irgendwelche Studenten, die nicht mal angestellt werden, auch kein Kurzarbeitergeld bekommen. Und sind, also ich habe jetzt neulich gerade, das ist natürlich jetzt ein erweitertes Thema, aber dass halt extrem viele aus der Gastro und auch Kino und sonst was Impfzentren arbeiten und jetzt eigentlich vom Impfzentrum auch wissen wollen, habt ihr im Oktober noch offen, weil sonst suchen sich sofort neue Jobs. Also da ist jetzt ein heiteres Kommen und Gehen und Abwerben, aber hauptsächlich bei den Leuten, die Geld brauchen, ja, eine absolute Ungewissheit. Also komme ich in, wie, also geht's, dass ich in meinen alten Beruf zurückgehe oder nicht oder wie oder was?
Das wird nochmal ganz spannend, ja. Wahrscheinlich gibt es dann bald die Self-Service-Kinos. Ja, oder sowas wie Lieferando fürs Kino. Ja. Die liefern dir einen Beamer. Ja. Andi, Geschäftsidee. Kino to go, genau. Ja. Und wenn du den Beamer liest, dann lieferst du à la Lieferando, dann erzählst du einfach eine schöne Geschichte, wie du fast wieder deinen Balkon abgefackelt hast. Das ist schön, so ein Rucksack oder so ein Kastenrad mit Beamer, Popcornmaschine, kleiner Soundanlage, fahre ich ein bisschen durch die Gegend und mache hier. Ey, das hätte schon was. Ja. Eine moderne Leinwand und du kommst halt zu Leuten nach Hause für so einen Kinoabend. Oder was, ja. Ey, was wir für Ideen haben. Man könnte auch einen Multiplex-Radkastenwagen machen, in dem es diese kleinen Schuhschachteln gibt, wo du ein Guckloch hast. 12 Zoll großes Handy und dann kannst du sagen, Multiplex, also in Schuhschachtel 1 läuft was der neue Bond und da läuft dann Avatar und sonst irgendwas. Und dann kann halt jeder dann Schuhschachtel. VR-Brillen, ja, großartig. Gott, Kinoerlebnis mit VR-Brillen. So Mäusekino. Ja, genau. So ja, ich habe auch gedacht, das hat nur latent was mit Kino zu tun, aber da haben wir auch letztes Mal schon wegen der Streaming-Geschichten auch geredet. Also ich vermisse halt definitiv dieses gemeinsam in einem Raum sitzen und Filme gucken. Und ich weiß nicht, ob ihr auch so Apple-Fans wie ich bin, also da gibt es ja jetzt dieses neue FaceTime-Videokonferenzsystem angebunden an Apple TV, die ganzen Streaming-Angebote, dass die das jetzt freischalten werden. Dass also alle, die bei FaceTime sind, sagen, okay, also einer schaltet jetzt Apple TV ein und das wird dann kollektiv geguckt und alle sehen sich aber videomäßig. Und das ist natürlich auch wieder schade, weil das natürlich auch schon wieder dieses Kinogefühl in den virtuellen Raum katapultiert. Also das echte Kino ist für mich immer noch nicht ersetzbar und sollte auch nie ersetzt werden. Ich meine, du hast ja da ganz andere Komponenten. Ich meine, du wirst einen 20 Jahre mit Menschenschuppen gefüllten Kinosaal geruchsweise schon gar nicht auf den heimischen Bildschirm transportieren können. Dann die Vorhänge, dann dieses ganze Drumherum, dass du vorher einfach im Foyer stehst und irgendwie, keine Ahnung, es da ist knallt so das Popcorn, die Studenten stehen da. Ja. Du weißt nicht, wer dein Nachbar ist. Ich meine, du bist ja im, wenn du jetzt eine Watchparty oder sowas machst, da lädst du dir die Leute ein, die du gern hast. Aber wenn du ins Kino gehst, dann hast du halt auch mal ein Arschloch mit drin, das, keine Ahnung, irgendwie nach Stuhl riecht. Und dann kannst du halt, weißt du. Ja, das ist ganz witzig, weil irgendwie hatten wir im Chat auch noch kurz das Thema, so unsere Lieblingskinomomente. Und ich habe jetzt wirklich ein bisschen überlegt, während wir hier gerade gequatscht haben. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Weil das Erste, was mir da eingefallen ist, das war, glaube ich, vor 2 Jahren. Da war ich mit der Eva auch für einen Telestammtisch in irgendeiner Premiere von dem neuen russischen Action-Blockbuster. Ja. Und da war dann auch der Star des Films da und gab es vorher so ein Q&A. Und dann war halt, lief der Film. Und danach war dann nochmal im ganzen Saal irgendwie so ein Q&A. Und das war halt komplett auf Russisch und der ganze Saal war halt, das war die komplette Münchner russische Community da und so und wir saßen so drin und dann haben wir mal ein bisschen den Kopf geschüttelt, war so ein bisschen ratlos und hat uns irgendwann eine von der Seite angesprochen, so, könnt ihr kein Russisch oder seid ihr nicht russisch oder so? Und dann so, nee, wieso? Und dann mussten die alle so lachen, weil irgendwie war das anscheinend irgendwie so kommuniziert, dass das halt speziell russische, war halt auch ohne Untertitel, Originalsprache der Film und so. Das ist eben mit die geilste Story, die der Telestammtisch je fabriziert hat. Eben, ja. Das war halt eben genau das, was du gerade gemeint hast, dass man vorher nicht weiß, mit wem man dann da so im Kino sitzt. Und das war super lustig, weil das war sehr skurril. Nach den ersten 10 Minuten, wo der Film lief, schon so, irgendwas stimmt hier nicht. Und danach saßen wir fast eine Stunde, haben die noch so ein Q&A gemacht, weil das anscheinend der Superstar, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, Alexander Petrov, glaube ich, oder so. Halt wirklich der Brad Pitt aus Russland, so ungefähr. Und alle haben sich auf den gestürzt und den ausgequetscht, echt eine Stunde lang auf Russisch. Das war so lustig. Aber fällt euch sonst noch was ein? Unangenehme oder wertvolle Erlebnisse? Ich meine, gut, also Kino, ich finde, Kino in München ist tatsächlich angenehmer als Kino in der Vorstadt, wenn ich das jetzt irgendwie vergleichen würde. Und ich würde auch sagen,
je kleiner das Kino ist, und ich gehe ja fast nur in die, sage ich mal, Medium bis Kleinen, also Programmkinos, hier Monopol und City, das sind so meine zwei Anlaufpunkte, und das Arena, glaube ich, die sind ja alle winzig, eigentlich, im Vergleich. Mhm. Und da hast du tatsächlich ein etwas ja, gesellschaftlich angenehmeres Publikum als jetzt vielleicht im Multiplex, würde ich behaupten. Deswegen so Kinomomente. Ich meine, für den Telestammtisch hatte ich mal diese Sichtung für Systemsprenger, wo die ersten 10 Minuten irgendwie das Bild schwarz war und nur Ton kam. Und ich dachte, das gehört sich so. Ich habe gedacht, das wäre ein total toller Kniff. Oh, Mensch. Dieses Terrorkind schreit und du hörst gar nichts. Ja, genau. Siehst nur schwarz und du hörst sie rumschreien und ich denke mir, Mann, das ist eine tolle Idee. Dann kommt auf einmal der Betreiber rein und sagt, oh, wir haben ein Problem mit bitte das zu entschuldigen. Du hast doch aus dem Kino irgendwas gechattet, ich weiß nicht mehr genau, was du geschrieben hast und ich dachte erst, du meinst, das war nix oder es kommt nix oder so, es kommt nix rüber oder ich habe das irgendwie falsch gedeutet, als fändest du scheiße den Film, aber da hast du nur gemeint, es kommt nichts, also kein Bild ist da oder so. Hast du nicht auch irgendwas erzählt, der Film hat irgendwie seinem Namen alle Ehre gemacht, der hat gerade den Projektor gesprengt oder sowas. Ja, das war dann am Ende, genau das war der Grund, dass da irgendwie, glaube ich, hat's irgendwie, kann es das sein, dass die mit Glühbirnen oder sowas arbeiten, die Projektoren, da hat es irgendwie so ein Licht zerrissen. Ja. Also ich habe auch ein nettes, das geht halt auch nur im Kino, das war Life of Pi 3D, aber auch in einem kleinen Kino, also da in Daim, also da gibt es so, wie heißt Neues Rex oder sowas, also auch inhaberbetrieben, total schnuckelig, Plüsch war es damals und es war ausverkauft, weil es irgendwie Premierentag war und ich saß genau in der Mitte, zentral, also da, wo es halt am besten ist. Und der Film hatte auch eine gewisse Überlänge gehabt und dann musste ich leider Gottes doch mal austreten, habe also die ganze Reihe gebeten aufzustehen, was mir mega peinlich war. Und dann habe ich mich einfach nach verrichteter Notdurft nicht mehr getraut, die gesamte Reihe und habe dann stehenderweise so das letzte Drittel von Life of Pi ohne 3D-Brille gesehen und das war geil, weil da habe ich viel über 3D gelernt. Also, weil ja, dass man eine Brille braucht und ja, dass man richtig sitzen muss. Aber das mega coole war, ich meine, Life of Pi habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen, also zum Schluss, wo der Tiger in den Dschungel reingeht. Da hast du es nämlich so gelöst, dass du sozusagen zuerst die 3D-Information hast. Also ich konnte das beurteilen, weil alles matschig war. Und dann wurde im Prinzip der gesamte 3D-Effekt wieder auf 2D zusammengedampft. Dass es also wirklich eine Art Vorhang war, in der dann zweidimensional der Tiger reinging. Und dann war das wirklich ein zweidimensionales Bild. Und da dachte ich, hey, geiler Scheiß. Niemand sozusagen auch diese, ich mache dem Betrachter den Raum auf und entziehe ihm das auch, dass er wieder eine 2D-Sicht haben muss. Da dachte ich, das hätte ich jetzt, ich habe hier keinen 3D-Fernseher, aber das hätte ich nur, das habe ich nur im Kino gelernt, als ich. Das ist wahrscheinlich die einzige Person auf diesem ganzen Planeten, die weiß, wie das Ende eigentlich gedacht ist. Also auch wenn so mit wie heißen diese Töne, diese Subtöne, also wenn es spannend wird, wird doch so ein Infraschall ja. Und so, klar, also dass man sagt, okay, ich arbeite einfach mit 3D oder nicht 3D, supergeil. Ja. Das ging nur um. Aber schön, dass ich nicht der Einzige bin, dem sowas unangenehm ist. Ich dachte schon, ich habe da irgendwie eine Störung, aber ich finde es auch super unangenehm. Aber seid ihr immer, was, Max? Nee, ich wollte, glaube ich, gerade genau aufs Gleiche raus wie du. Ich meine, was halt noch mit dazu kommt, ist, Kinoerlebnis lebt streckenweise auch davon, dass du die letzten 20 Minuten des Films mit einer vollen Blase anschaust und dich halt einfach nicht raustraust, weil du denkst, irgendwas. Und du musst halt unbedingt schiffen. Es geht einfach nicht. Also, das sind so Dinge, die. Ich finde, das ist das Schöne am Kino, du hast halt keine Möglichkeit, dich zu entziehen, ohne dass du irgendwas Negatives mitnimmst, sozusagen. Ja. Also du musst vorbereitet reingehen, sozusagen, und du musst es dann auch irgendwie durchhalten. Und wenn es ein 3,5-Stunden-Film ist,
dann musst du halt auf 3,5 Stunden ausgelegt sein. Definitiv. Das war witzig, ich habe ja den Joker irgendwie in der Pressevorführung gesehen und dann war ich später nochmal mit anderen Leuten drin irgendwie. Hier, oder? Waren wir da im Metropol? Im Monopol? Gott, ich sage immer Metropol. Keine Ahnung. Nee, ich habe den nochmal im Isartor gesehen. Ach so, okay. Und dann finde ich es immer lustig, wenn du zum zweiten Mal halt in den Film gehst und du ihn schon gesehen hast und dein Kollege oder Nachbar oder wer auch immer dann irgendwie schon sagt so, ich muss mal kurz aufs Klo und dann immer so, nee, warte noch, jetzt kommt gleich was Wichtiges. Und so. Aber das ist auch so ein Ding. Lighthouse habe ich vorher in der Pressevorführung gesehen, auf Deutsch. Und dann haben wir ihn doch miteinander auf Englisch gesehen. Und ich war total, ich fand es total geil, die Reaktionen der Leute halt dann irgendwie mitzubekommen. Und ja. Rechts neben mir, glaube ich, saß du und links neben mir die Eva. Und die Eva fand den Film ja jetzt, sag ich mal, ein bisschen fragwürdiger und du fandst ihn halt total geil. Und wenn du diese zwei Sichtweisen neben dir dann spürst. Und du selber findest alles geil. Ja, ja. Also du weißt ja auch, was dann jetzt so passiert. Und ich habe genau gewusst, okay, Andi als visueller Mensch, der wird jetzt dann die und die Kameraeinstellung total cool finden. Er wird die genau. Schlussszene lieben. Ja. Schon so zurücklehnen und nach rechts und links schauen. So. Wenn man halt dann weiß, okay, jetzt kommt dann gleich dieser große Monolog von Willem Dafoe. Oh ja. Und du bist so, und du schaust halt einfach nur auf die Reaktion der anderen Personen. Super. Ja, nee, das ist ja auch immer ein heikles Thema. Also diese ganzen Werbeblöcke, bevor der Film losgeht und dann die ganzen Vorschauen von irgendwelchen Filmen, die halt dann auch jetzt im Kino, demnächst im Kino, man hat sich ja hier in München, weil wir ja auch die Auswahl haben, kennt man schon Kinos, die halt vielleicht 5 bis 10 Minuten Werbung haben und andere, also gerade die Multiplexer, da ist ja bis zu 25 Minuten Werbung und Vorschauen. Aber auch wenn es lästig ist, wo du dann auch die ganzen Trailer dir anschaust und dann diese Regionalwerbungen von irgendeinem Schuhhändler um die Ecke oder Dönerladen. Das finde ich streckenweise echt erfrischend und erhellend und auch, das regt ja dann auch zu Kommentaren im Publikum an. Also das finde ich auch ganz nett. Also wie gesagt, Kino finde ich, ja, definitiv. Max, nach deiner Klo-Geschichte, wo du da nicht mehr reingegangen bist, musste ich gerade dann denken, seid ihr mal aus dem Kino raus bei einem Film? Weil das habe ich gerade überlegt irgendwie und mir ist es nicht eingefallen, obwohl ich mir, also, so scheiße der Film auch war, ich bin noch nie frühzeitig aus dem Kino gegangen, weil der Film so kacke war oder an anderen Grund. Ja. Ich glaube, Max, du hast letztens irgendwas erzählt, irgendwie bei irgendeinem Film von den Filmplakaten, dass du gemeint hast. Ja, ganz genau, Honig im Kopf. Oh, jetzt holst du mal Kaliber raus. Ich habe ihn schon tapfer weitergeschaut, also sie waren dann schon irgendwo, wo alle perfekt Deutsch sprachen in den italienischen Alpen, also in schönen italienischen Bergdörfern, wo also exquisites Hochdeutsch gesprochen wurde. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht es mir hinten und vorne. Und das war der einzigste Film, wo ich gehen musste, ja. Definitiv. Dom, du hast doch gar keine schönen Erlebnisse geteilt. Hast du noch irgendwas? Ja, tatsächlich sogar auch für den Telestammtisch, das ist mir jetzt wieder eingefallen. Da war ich im Sommer 2019, glaube ich, in einer Sneak Preview von einem relativ kleinen australischen Horrorfilm mit Lupita Nyong'o. Den habe ich ja auch besprochen mit dem Kollegen Christopher. Also wir standen jeweils beide auf der Gästeliste in unseren Kinos. War, wie gesagt, eine Sneak Preview und ich fand den Film leider so scheußlich. Und also ich kann nur sagen, ich bin jemand, der unglaublich empfindlich dagegen ist, wenn man Handy-Displays irgendwie blitzen hat im Kino. Ich hasse es. Und bei dem Film, der hatte mich so weit gebracht, dass ich sogar, um dagegen zu protestieren, drauf und dran war, mein Handy rauszuholen und damit rumzuwedeln. Weil wirklich, der hat mich so aufgeregt und die Leute um mich herum fanden den alle so ultra lustig. Guck den bitte nicht. Also ein ganz, ganz schlimmer Film, wirklich. Ey, da fällt mir noch ein, ich hatte auch mal ein schönes Sneak-Preview-Erlebnis. Da kam dieser Obsessed, hieß der, glaube ich, mit Beyoncé in der Hauptrolle. Das war, glaube ich, so ein Stalker. Klingt irgendwie sehr falsch.
Ja, ja. Das stimmt. Aber das ist halt lustig, weil wirklich ab den ersten 10 Minuten das komplette Publikum das richtige Mindset hatte und sich halt einfach totgelacht haben. Also der Film war überhaupt, der war todernst gemeint und so, aber da kamen halt Szenen drin vor, da hat das ganze Publikum gelacht dann irgendwie und das war so lustig dann am Ende. Ja, aber sowas finde ich, sowas ist geil. Also wenn, sag mal, das ist so, dieser Schadenfreude kommt, also ich will jetzt niemandem wünschen, dass er einen Film macht, der kacke ist, weil wir wissen, alle Filme machen ist sehr viel Arbeit und so weiter. Aber natürlich, wenn dann ein Film irgendwie als etwas dann rauskommt, was er eigentlich gar nicht darstellen will und dann eben Freude macht. Ich meine, so, das ist so dieser, wie sagt man, The Room-Effekt oder Ed Wood-Effekt. Mhm. Gimmick. Ja, ich meine, ist doch auch schön. Dann hast du zumindest so ein Erlebnis mit den Leuten zusammen, mit Fremden zusammen. Ich finde es dann auch durchaus positiv. Sind dann für mich auch diese Filme, die dann einfach auch als Kultfilm dann irgendwie bezeichnet werden. Ja, da gibt es ja, gerade bei The Room gibt es ja richtige Fan-Events, wo dann, eben. Ich weiß noch, als hier, wann war das? Ich glaube 2014, 15 kam doch irgendwie The Disaster Artist raus. Und in einem kleinen Kino bei uns wurde der tatsächlich im Double-Feature mit The Room gezeigt. The Room läuft ja nie irgendwo wirklich, weil der gibt es auch nicht auf Deutsch. Also hast du da schon eine begrenzte Klientel. Und da war dann tatsächlich so ein, das hatten sie aus den USA übernommen, da war tatsächlich so ein Spoon-Event. Ich weiß es nicht mehr, aber es gibt irgendeine kultige Szene mit einem Löffel in dem Film. Und in den USA, jedes Mal, wenn der irgendwie bei Screenings oder so gezeigt wird, in kleineren Kinos, dann schmeißen die Leute alle Plastiklöffel Richtung Leinwand. Großartig. Oder Rocky Horror Picture Show. Genau, das fällt auch ein. Und das war einmal halt hier Museum Lichtspiele, kennt ihr ja in München alle, da läuft der ja jede Woche. Und ich war einmal drin und ich hatte da irgendwie großes Glück. Ich glaube, da war ich auch mit der Eva drin und da war dann irgendwie schon auf der Hinfahrt im Bus, saßen hinten irgendwie 10 Engländer, die halt gerade Urlaub gemacht haben und die waren halt schon verkleidet und so. Und wenn du solche Leute dann noch im Kino hast, weil da kriegst du ja dann auch am Eingang so eine Mitmachtüte mit Reis und dem ganzen Zeug irgendwie, das war natürlich auch super großartig. Also man kann da bestimmt reingehen und dann sitzen da 10 so Langweiler wie ich, die da, die jetzt das ganze Programm vielleicht nicht mitmachen, aber mit denen war das dann schon ein Erlebnis. Ja, ich meine, was auch ein super schönes Kinoerlebnis war, das war im Kinomuseum vom Stadtmuseum. Und da haben sie so B-Picture Science Fiction von einem amerikanischen Regisseur aus den 50er Jahren gezeigt. Und der hat sich Gedanken gemacht, was ist jetzt auch in diesen, ich weiß neulich mal, was heißt neulich, also vor Jahren, in einem Multiplex-Kino, wo die jetzt mittlerweile diese Rüttelsitze haben, die ich ja nicht so albern finde. Aber das hat er in den 50er Jahren schon gemacht. Also er hat Horrorfilme und Science-Fiction-Filme gemacht. Und dann immer, wenn spannend wurde, waren Elektromotoren, also auch im Filmmuseum, angebracht, also original, so wie es in den 50er Jahren war. Und dann hat er die ganze Sitzbank gerüttelt, weil es spannend wurde. Oder es wurde angekündigt, dass jetzt irgendwann mal ein Geist kommt und es halt ein weißes Bettlaken einmal über die Köpfe vom Publikum gezogen hat. Oh Gott. Oder zwei Statisten waren im Publikum, die dann irgendwie so, oh mein Gott, ich kann es nicht mehr ertragen, ich muss raus, weil es so spannend war. Aber wir aus dem Jahr 2011 haben das gar nicht mehr spannend gefunden. Und das war so großartig. Und die haben halt alle 5 oder 6 Filme von dem gezeigt. Und ich habe leider nur einen genießen können. Aber das war ein Fest, das war ein definitives Fest. Also auch das Spielen mit dem Publikum, definitiv. Ja, das sieht man aber auch. Das sieht man aber auch dran, dass diese ganzen Trends einfach immer wieder kommen. Ja, also wir hatten ja vorhin schon von 3D gesprochen. Was ich nämlich total mal interessant fand, da hatte, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Filmforum oder so war das, da hatte sich jemand drüber gewundert, warum es bei Anruf Mord von Alfred Hitchcock in 3D gibt als Blu-ray. Aber das ist der einzige Hitchcock-Film und auch einer der ältesten Filme, die es in 3D gibt, weil es eben tatsächlich ein 3D-Film ist. Der war noch damals mit diesen rot-blauen Brillen, konnte man den noch sehen. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie man dieses Verfahren nennt. Also heute ist ja stereoskopisches 3D, das war noch anderes. Ja. Rotoskopisches oder so nennt man das? Ich weiß nicht. Nee, Rotoskopie ist ja, wenn du irgendwelche Filmaufnahmen hast und dann darüber malst. Ne? Genau. Ja. Ja.
So was wie bei diesem. Ich glaube, auch stereoskopisch. Ich glaube, das ist. Ja, ich glaube, das ist stereoskopisch sogar. Ja. Blau-rot. Ja, ist egal. Aber das fand ich schon interessant. Also, oder ich erinnere mich auch. Robert Rodriguez hat ja nicht nur tolle Filme wie Desperado, El Mariachi oder sonst was in der Richtung gemacht, sondern auch sowas wie Spy Kids. Und ja. Da hatte er, glaube ich, auch mal vor, Geruchskino zu etablieren. Ja, ja, aber das gab schon Anfang der 80er Jahre. Genau. Odorama. Und da gab es auch ein Cinema. Cinema war ja früher das absolute, eben nicht Englisch, also heute hat es ja nur noch internationale Filme im Original. Und ich hatte die schöne Freude, dass mein Gymnasium war in Laufweite vom Cinema. Und das hat dann damals ab 11 Uhr, genau, ab 11 Uhr, also gerade für die Schüler, die Schule schwänzen wollten, also immer so ein Themenblock. Also es kam jeden Tag was anderes, drei Filme vom selben Thema am Stück und da waren dann halt die ganzen Terence Hill-Filme oder so ganz, ganz unterirdisch. Also ich glaube, all das, was Tarantino sich auch angeschaut hat, also so japanische Monsterfilme und dann so uralte Kafka-Filme, also so Grube und Pendel mit Vincent Price und so Scheiß. Und da gab es dann eben auch die Odorama-Filme. Und da hast du so ein dummes Gärtchen bekommen und musstest dann halt, wurde immer eingeblendet, jetzt Gärtchen Nummer 1 freiruppeln. Und dann hat es halt nach Käsefüßen oder nach Salze gerochen oder nach Brand oder sowas. Ja, das sind schon. Die Botsbohnen für die Nase. Mhm. Genau. Als Aufregendste in der Richtung hatte ich mal, da war ich noch ganz klein, weil ich mit meinen Eltern mal, haben wir so eine USA-Reise gemacht und da waren wir in den Universal Studios und da lief Terminator 2 3D oder so. Das war aber nicht der zweite Teil einfach in 3D, sondern das war mit eben auch mit Leuten, die durchs Publikum laufen und dann halt auch natürlich in 3D. Ich glaube, die Sitze haben gewackelt und dann gab es noch eine Szene, wo ähnlich wie im anderen Teil, T-1000 irgendwie eingefroren wurde und dann wurde er zerballert und dann wurde es heiß und dann sind diese ganzen Quecksilberpartikel durchs Kino geflogen in 3D und dann haben sie so eine Sprenkelanlage angemacht, dass du das Gefühl hattest, dass dann dieses Zeug auf dich drauf tropft und so. Das war auch aufregend als kleiner Junge. Ich muss auch gestehen, ich habe 3D immer lange nur so als Gimmick wahrgenommen. Und die Initialzündung, was so 3D oder halt den Mehrwert im Kino angeht von 3D, das war für mich nicht Avatar. Ich habe Avatar tatsächlich nicht im Kino in 3D gesehen. Dafür war es bei mir dann Gravity. Ja. Der hat mich wirklich, also ich mag den Film trotzdem noch, aber als ich da aus dem Kino kam, dachte ich mir so, das ist der beste Film aller Zeiten, weil das wirklich war, Die Leinwand wurde durch das 3D, wurde die förmlich zu einem Fenster in den Weltraum. Und ich war da wirklich, also das war so dermaßen immersiv, dieses Kinoerlebnis. Ich habe wirklich gedacht, ich spüre die Kälte des Weltalls auf meinen Armen. Also wirklich pure Gänsehaut gab, 90 Minuten lang. So großartig, wirklich. Also es ist die Frage, ich weiß nicht, habt ihr den mal irgendwie, weil ich weiß gar nicht, ob ich den jemals noch mal im Heimkino geguckt habe. Ich habe ihn auf Blu-ray. Doch, ich habe ihn schon geguckt, ja. Wirkt er zu Hause? Ja, natürlich, klar. Es war schon okay, dann groß, laut, das passt schon. Aber ich weiß auch noch, dass das Kinoerlebnis schon, das war schon der Hammer. Also ja, das ist, glaube ich, tatsächlich einer der Filme, die auch im Ranking im Kino total gut abgeschnitten hat und man hat halt gemerkt, wie der von Jahr zu Jahr einfach mehr von seiner Besonderheit irgendwie eingebüßt hat. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, die Leute würden den jetzt noch als guten Film bezeichnen, aber wenn du den wirklich nur in diesem Jahr, in dem er im Kino war, gesehen hättest, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, dass das ein absolutes Meisterwerk ist. Und ich meine, auch was so, ich meine, wir kommen heute später wahrscheinlich noch zu Kameraarbeit. Da ist ja Kameraarbeit, weil ja die Leuchter praktisch auch mit reinspielen. Zu Gravity sind ja Erfindungen benötigt worden, um dieses Erlebnis dreidimensionell richtig darzustellen. Bahnbrechend, also. Ich bin kein großer Fan von diesem Film, weil mir die Story-Komponente einfach
ich habe nie im Kino gesehen und die Story-Komponente finde ich halt tatsächlich sehr schwach. Aber wenn man, also ich finde immer so dieses Making-of zu Gravity, finde ich immer super spannend, weil ich mir denke, hey, da saßen zwei Leute und haben sich Gedanken gemacht und haben dann irgendwie so ein Lichtermonstrum irgendwie gemacht. Ja. Stimmt, das ist halt ziemlich cool. Ja, das also Making-of ist generell wahnsinnig empfehlenswert, ja. Also bei mir war so ein total geiler 3D-Flash-Effekt, Pina von Wim Wenders, habt ihr den zufällig gesehen? Also ist der Tanzfilm, oder? Ja, Tanzfilm über Pina Bausch und den hat halt Wim Wenders in 3D gedreht und das fand ich so geil gemacht, weil du warst mitten auf der Tanzfläche und die Leute sind wirklich links und rechts an dir vorbeigegangen und den habe ich mir natürlich auch gleich gekauft auf DVD oder Blu-ray und da hat der Film komplett verloren, aber so dieses, ich sitze wirklich in diesen Tänzern drinnen und so, also das hat mich mindestens 3D-technisch genauso geflasht wie Avatar oder zwei Drittel von Life of Pi. Ja, was ich noch sagen kann, was mich sehr reingezogen hat damals, ich hatte das Glück ein sehr altes Kino hier in Essen. Mhm. Da konnte ich Dunkirk in 70 mm sehen. Mhm. Und da habe ich wirklich mal gemerkt, also ja gut, das Bild war auch schon toll, ne? 70 mm, das hat schon was, so ein riesiges Bild. Aber was mich wirklich völlig weggehauen hat, war der Sound. Wirklich, also du bist ja bald unter den Sitz gesprungen, wenn da irgendwelche Bombeneinschläge oder Kugeln durch die Gegend gefetzt sind. Das war der Hammer, wirklich. Also, und da wurdest du halt auch wirklich, das war schon, eigentlich war das ein Bombensimulator, dieser Film. Ja. Und es ist eben auch wie Gravity. Dramaturgisch sehr, sehr reduziert und man muss da eben mit klarkommen. Ich sage, das sind Konzeptfilme. Das sind beides Konzeptfilme, die man immersiv erleben muss eigentlich. Ja. Du, Andi, waren wir da zusammen in Rocketman, in diesem Dolby Cinema Ding? Ich glaube, wir waren nicht zusammen, wir waren nacheinander, aber wir waren beide dieses Dolby Cinema neu. Dieses Dolby Cinema, also mit diesem Laserprojektor in Kombination, also ich bin jetzt kein Elton John-Fan, überhaupt nicht, aber der Film, der war also auch rein von der Akustik, also dass dann wirklich auch die Geräusche unter deinem Hintern stattfinden oder, also da war ich echt, es hat mir echt den Atem genommen, also einfach von den visuellen und auch akustischen Eindrücken, obwohl das ja einfach ein Musikfilm ist, sage ich jetzt mal. Aber das hat mich schon ziemlich, ziemlich überzeugt, ja. Da fällt mir auch noch eine total schlaue Überleitung zu machen. Und lass uns weniger Audio, sondern eher aufs Visuelle nochmal eingehen, weil wir haben wieder ein visuelles Thema vorbereitet. Nachdem wir letztens viel Spaß hatten mit unseren Filmplakaten, wollten wir uns dieses Mal unsere ich nenne es mal Kameraeinstellungen, also Bilder aus Filmen, die uns einfach ins Gedächtnis gebrannt wurden, eben eher aus visueller und nicht so aus inhaltlicher, sondern eher rein visueller Kraft. Kraft. Wollen wir dann diese Steinbank verlassen, lieber Andi, und du schaltest um? Ich glaube, nur mit dieser Steinbank, ich sehe keine Steinbank. Ach du so. Siehst keine, ich sehe die ganze Zeit eine Steinbank. Ja, ich auch. Was? Ihr seht eine Steinbank? Ihr müsst da oben vom Zweisamkeitsmodus dann umstellen. Dann gehe ich auf das. Okay. Gut. Macht das jeder für sich individuell? Ja. Ich glaube, ich habe diesen Zweisamkeitsmodus, den, wenn du dir einstellst, dann zwingst du die anderen praktisch, das mitzumachen, aber du kannst dann umstellen. Anscheinend. Also ich weiß es nicht. Zumindest einmal willst du auch in der Aufnahme, dass die Leute jetzt auch wissen, worüber wir sprechen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das in die Aufnahme kriege, aber vielleicht musst du das dann nachbauen. Aber dann nimmst du das Kinomod und Sterne als Wisse, genau. Wer mag denn anfangen? Ich habe hier so ein paar schöne Ordner. Ich habe sie selber noch nicht gesehen. Ihr habt sie mir alle per Mail geschickt, dass die anderen noch nicht wissen, was da so drin ist. Ja, dann mach ich doch einfach mal irgendwas von oben nach unten. Ja, mach wirklich mal so ganz random. Oder vielleicht. Das ist in dem Max-R-Ordner drin. Mhm. Ach, ihr seht es noch nicht. Ich muss noch mein Bildschirm teilen, gell? Oh, Teile. St. Martin, Teile. Das ist ein visuelles Format hier, Andi. Das müssen wir ausreizen. Schauen wir doch mal. So. Yippie. Sehen wir uns in uns in uns? Das ist schön. Das ist die Teleception. Merke ich auch das Delay. Jetzt
ist wieder nichts, lieber Andi. Ich bin dabei. Okay. Yo! Oh, da habt ihr gleich ein Kaliber gezückt hier. Ja, ist Tarkovsky. Mhm. Mit Stalker. Ich habe den Film einmal gesehen vor 200 Millionen Jahren. Ja, ich auch. Meines Studiums. Ich glaube, es sind, warte mal, dürften jetzt irgendwann mal zwischen 2007 und 2011 muss es gewesen sein. In meiner WG damals, während dem Studium. Und ich habe den tatsächlich nur ein einziges Mal gesehen. Und diese Kameraeinstellung mit diesen Sanddünen, das ist mir einfach, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe mir gedacht, das sieht so geil aus. Mhm. Das ist einfach, sieht einfach geil aus. Ja, man merkt ja schon. Ich habe auch ein paar rausgesucht, dann werden wir später sehen, habe ich auch nicht viel dazu zu sagen, außer, Alter, das sah geil aus. Und das hat mein Gedächtnis gebrannt. Aber ich muss gestehen, den habe ich immer noch nicht gesehen. Der ist, seit ich beim Movie Break angemeldet bin, auf der Watchlist, glaube ich, auf Platz 1, aber irgendwie kam er nicht dazu. Mhm. Oh, da muss man aber auch echt, also das ist kein Film, den du mal eben so wegschaust. Den müssen wir mal Telehorst für die komplizierten Arthouse-Filme. Oder es kommt ja, Arzi-Fazi. Ja, ja, mir kommt der Kunstgedanke sonst wo raus. Was ich auch gleich sagen muss, den habe ich nicht gesehen. Ja. Ich habe jetzt hier schon die kleine Vorschau gesehen. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Im Dateinamen steht es zwar nicht, aber Mach. Technik. Mach nicht, was ich will. Da hat er schon einen Mac. Ja, das ist Valhalla Rising. Mhm. Ach, ja, klar. Und ich habe ehrlich gesagt, auch da sind wir jetzt tatsächlich wieder im Arzi-Fazi-Business. Ja, wirklich. Ich weiß nur, dass irgendwie sind diese Kameraeinstellungen und dieses Bild kommt in verschiedenen Varianten immer wieder mal vor in diesem Film. Und ich glaube sogar, dass das immer ein bisschen so eine Intermission irgendwie ist, die verschiedene Abschnitte voneinander teilt. Also nicht wie eine Title Card, weil Title Card hat dieser Film auch. Mhm. Ich finde einfach, mir gefällt es einfach. Also ich muss tatsächlich sagen, es ist eine sehr banale Argumentation, die ich hier liefere, aber ich schaue mir das an und mir gefällt halt dieses Rot verdammt gut. Mir gefällt das Rot vor diesen Wolken verdammt gut. Und was dann noch mit dazu kommt, ich habe noch was anderes geliefert, was dann mit Mr. Robot zu tun hat. Ja, ich wollte zu dem, es sieht eigentlich kaum mehr aus, also wenn ich das Bild jetzt so sehe, ich kenne den Film ja nicht, aber es sieht eigentlich weniger aus wie eine Filmszene, sondern es könnte halt in einer Fotografieausstellung hängen irgendwie. Ja, wirklich. Du hast mir noch ein Video geschickt, ich habe jetzt aber, hier Videos ist ja schwierig, aber ich habe den Herrn mal gegoogelt und es ging um diesen Regisseur, glaube ich, oder? Ja, den Sam Esmail, der hat Mr. Robot, die Serie, und Homecoming zu verantworten. Und wenn du da jetzt das Bild davor nimmst und halt einfach mal ein paar Einstellungen von Mr. Robot dir anschaust, er arbeitet unglaublich viel mit experimentellem Framing. Also er setzt Köpfe immer so ins Bild, dass es halt, ja, wie sagt man, komplett unkonventionell ist, aber halt Stimmung, die Stimmung treibt. Also Leute, die ganz unten rechts dann so klein hier irgendwie so, das wäre jetzt ein Kopf und der Rest wäre einfach leere Fläche. Und sowas macht er. Er arbeitet sehr viel mit Free Space. Er setzt die Gesichter, die Köpfe, die Blickwinkel immer in eine Richtung, die mehr oder weniger sagen, was die Person gerade fühlt, beziehungsweise wo im Kontext sie sich gerade gefühlsmäßig befindet. Und es ist halt entgegen der Sachen, die man halt im Studium beigebracht bekommt, wie man halt vor allem Porträts in Szene setzt, wie man Leute in den goldenen Schnitt setzt oder in Drittel aufteilt oder sowas, da kackt er einfach komplett drauf. Also das ist so eine, ja. Ich Max guckt sagen, so also begeistert. Welcher Max? Max Ott oder Max Ott? Max Ott. Ja. Das Ding ist, ich habe oft ein Problem, wenn Leute sowas machen, weil in 9 von 10 Fällen sieht es einfach scheiße aus. Mhm. Aber wenn du dir Gedanken darüber machst
und dem Ganzen irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit noch mit drauf sitzt, dann ist das eine Dimension, die erreicht werden kann, die du halt dann praktisch durch dieses, ich nenne es jetzt mal normale Framing, nicht erreichen kannst. Mhm. Und Max Ott ist ja vom Fach, ne? Der wird mich jetzt dann zerlegen dürfen. Er wartet schon drauf, der brodelt ja. Schon. Nee. Nein. Man muss ja die Regeln kennen, um sie brechen zu können, oder wie? Ja, genau. Ja, irgendwie so. Andi, du hast bei mir studiert, ich weiß es genau. Ja, das ist der Satz. Also man muss die Regeln kennen, damit man weiß, welche man bricht. Und das ist das Erfolgsrezept von allen visuellen Menschen, also auch sonst, also auch Wissenschaftler und so weiter. Weil also zum Beispiel typografisch gibt es einen David Carson, der sagt vielleicht ein paar von euch was und manche nicht. Der war halt der absolute Typo-Punk in den 90er Jahren und der hat eine absolut perfekte Typografie-Ausbildung, 5 Jahre genossen, kannte alle Regeln der Typografie und hat halt, wenn man genau hinschaut, genau 2 Regeln gebrochen und die anderen hat er einfach genauso befolgt, wie sich's gehört. Und genau dann wird es ja richtig gut. Wie Free Jazz, definitiv. Also du fängst mit Free Jazz an und dann lernst du das Instrument, dann lernst du Noten lesen, dann lernst du irgendwie und zum Schluss hörst du mit Free Jazz auf, ja, aber mit einem ganz anderen Background und ich stehe da total drauf. Ja. Ich stehe da total. Mich hätte es ehrlich gesagt gewundert, wenn, also ich meine, wenn du die Werke von Sam Esmail noch nicht kennst, ich empfehle sie dir, weil ich finde, Mr. Robot ist eine meiner Lieblingsserien, aber nicht nur, weil eben so diese Geschichte mich fesselt, sondern eben auch wegen dieser unglaublich stringenten Kameraarbeit. Und wenn viele Leute sagen, Breaking Bad sah damals total toll aus und die haben visuell was Neues gemacht und so, dann würde ich jetzt sagen, Mr. Robot ist dann der Nachfolger davon. Sehr cool. Werde ich mir reinziehen, lieber Max. Ja, also ich habe Mr. Robot noch nicht gesehen, aber ich weiß, also die habe ich mir auch vorgemerkt, Max, auf jeden Fall. Ich weiß nur, oder ich habe schon sehr oft gehört, dass die unglaublich oder wie kaum etwas über Bilder erzählt, die Serie. Mhm. Und deshalb interessiert die mich auch schon tatsächlich. Und man kann tatsächlich, wenn du sagst, okay, für dich interessiert jetzt sein Werk, aber Mr. Robot sind 4 Staffeln und du brauchst da tatsächlich ein bisschen Sitzfleisch, dass du mit dran bleibst. Mhm. Er hat ja auch Homecoming gemacht, gibt es auch auf Amazon Prime. Es sind 2 Staffeln, jede Staffel ist aber für sich abgeschlossen mit komplett anderen Schauspielern, Figuren und so weiter. Also Anthologie. Anthologie, genau. Mhm. Und da merkst du diese Besonderheit auch schon. Und da, ich glaube, eine Staffel dauert am Stück vielleicht 5 Stunden oder sowas. Also die ist leichter zu konsumieren. Und Julia Roberts ist in Staffel 1 hervorragend. Eine Julia Roberts, wie man sie nicht kennt, würde ich behaupten. Es wundert mich übrigens, Stichwort Amazon-Serie, dass du hier bei Valhalla Rising, ist ja von Nicholas Winding Refn, dass du nicht noch was aus seiner Amazon-Serie, die ja letztes Jahr, oder nee, Quatsch, nicht letztes Jahr, 2019 kam sie raus, wurde aber kaum beworben, Too Old to Die Young, ne? Ja, aber die habe ich nach 2 Folgen abgebrochen. Ja. Das ist, wie gesagt, da brauchst du noch mehr Sitzfleisch. Also, und auch ja, die zelebriert wirklich schon die Langsamkeit aller Stanley Kubrick, würde ich sagen. Also. Dom, ich komme mal zu deinen Picks, ne? Ja, klar, gerne. Pass auf. Sehr gerne. Mir ist da auch, im Nachhinein ist mir sogar eine gewisse Linie aufgefallen, die sich da durchzieht. Ja. Oh, geil. Es ist lustig. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ja. Was? Ja, ja. Oh, ist doch geil. Oh mein Gott, es ist voller Sterne. Super geil. Perfekt. Ja, es ist halt wirklich ein ikonischer Shot, der mich auch hart geprägt hat. Also jeder wird es wahrscheinlich wissen, aber es ist halt aus Blade Runner, natürlich dem alten, ich hoffe aus dem Final Cut, weil in den anderen 1000 Schnittfassungen ist es, glaube ich, nochmal anders. Ja, sowas, was mir aufgefallen ist bei den Motiven, die ich genommen habe, aber eigentlich erst, als ich sie Andi geschickt habe, bei mir geht es fast eigentlich nur um Spiegelung oder Reflexion. Mhm. Bis auf das. Auch aus der Truman Show, das ist die Schlussszene von der Truman Show, ich will jetzt auch nicht hier spoilern oder was, aber der Film ist, ach Gott, der Film ist über 20 Jahre alt. Also wir dürfen spoilern, der Film, genau. Ja, super. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch sehr geprägt, ja, und den Shot aus Blade Runner gerade eben nochmal,
den finde ich halt wahnsinnig halt auch von der Bildsprache her einfach interessant. Ne? Also das ist ja mit die erste Einstellung, die du siehst in dem Film, nachdem diese ellenlangen Credits irgendwie erst durch sind. Und dann hast du natürlich, also nicht nur, dass du die Vangelis-Musik dazu hast, das kann man jetzt halt hier gar nicht so illustrieren, aber naja, so halt auch schon dieser pure Kontrast, ne, dass du halt so dieses analoge Auge hast und dann sich darin eigentlich der maximale Fortschritt der Technik beziehungsweise diese düstere Zukunftsvision spiegelt. Und natürlich auch ein Abbild sozusagen dieser Zeit ist. Also auch unter bildsprachlichen Aspekten finde ich diese Einstellung wahnsinnig genial, muss ich sagen. Ich habe auch eine Schwäche für Bildsprache, ja, wie man da auch schon wieder sehen kann. auch einer der genialsten Momente, wie ich finde. Ja. Es gibt auch noch eine andere Szene in Matrix, wo auch nochmal sowas Ähnliches passiert, aber die hier ist halt wirklich gerade unter filmbildsprachlichen Aspekten grandios. Also auch, dass hier die Analogie zum Beispiel auch zu Alice im Wunderland aufgemacht wird, wo es dann ja auch heißt, iss mich oder trink mich. Ne? Also Morpheus sagt das ja in der Szene in Matrix, hier schluckst du die Kapsel oder die Kapsel, dann wachst du auf und glaubst an das, was du glauben willst. Und hier, ja, ich du bleibst im Wunderland und ich führe dich richtig tief rein in den Kaninchenbau. Also grandios und auch, glaube ich, sehr beeinflusst, also das kann man hier an dem Shot auch sehen, sehr beeinflusst tatsächlich auch von der Anime-Kultur, ne, die ja auch starken Einfluss einfach hatte auf die Matrix-Macher. Ja, und Andi hatte das nächste Bild schon, ist viel zu schnell für mich. Entschuldigung. Nee, ich auch wieder eine Reflexion. Weil du schon selber gemeint hast, dass sich dieses Spiegelungsthema durchzieht. Genau. Und tatsächlich sehe ich gerade das erste Mal, dass da die gesamten, was, die Gefährten, sind da alle in dem Ring drin oder was? Ja, so okay. Mehr oder weniger. Es ist auf jeden Fall, also das, dieser Ring, der liegt ja wirklich die ganze Zeit im Zentrum dieser wahnsinnig langen Szene, die ja im Buch noch viel, viel länger ist und die sie ja im Herr der Ringe, die Gefährten, entzerrt haben. Aber was hier leider... Also ich hätte auch gerne einen Shot davon genommen, aber das wirkt dann hier halt nicht, weil ja zum einen halt die Spiegelung, ne, und zum anderen, also da geht es ja darum, dass sie da irgendwann immer mehr um das Für und Wider streiten und während die reden, entflammt der Ring sozusagen, aber nur so rein optisch. Mhm. Und also die Zwietracht lädt das Ganze auf, der Hass und so weiter, das repräsentiert das natürlich auch. Wahnsinnig grandiose Szene, tolle Kameraarbeit auch, hat nicht umsonst einen Oscar bekommen. Ne? Und dann hast du mir noch das hier geschickt. Mhm. Ja. Ja, mein Lieblingsfilm. Ja, mein auch. Ich, Max, ist vielleicht dann auch schon ein kleiner Wink darauf, was Max hier gleich noch abhalten will, also Max Ott. ich muss hier echt dran gewöhnen, Max und Max. Ja, was soll man dazu sagen? There Will Be Blood, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Ultrakunst hoch 10 und auch halt wieder sehr interessant, sehr ikonisch, grandioser Shot mit einem der eigentlich den besten Schauspieler aller Zeiten im Vordergrund, nämlich Daniel Day-Lewis, von dem man hier nur die Rückenpartie sieht, aber mehr braucht es gar nicht. Also das ist dieser brennende Ölturm, Das ist ein Wahnsinnsbild, was sich mir ins Gedächtnis brennt. Absolut. Dann mache ich jetzt noch kurz meine und dann hat der Max als Überleitung zu dem Thema, was wir letztes Mal nicht mehr untergekriegt haben, gleich im Flow drin. Aber erstmal meine Picks. Wie gesagt, das, was mir eingefallen ist, das Howard the Duck. Der Helikopter rüberfliegt über diese Landschaft, wie die Wolken da so langsam rüberschweben. Ach, großartig. Mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, außer dass es irgendwie... krass geil ausschaut. Genialer Kameramann auch, ne? Der, also, wo steht denn dieses Teil? Sieht aus wie Australien. Das hat was von den Osterinseln so ein bisschen, ne? Ja, aber ich bin überzeugt, dass Denis Villeneuve da irgendwie auch, sagen wir mal, in solchen Kulturen ein bisschen geschaut hat, was Bildsprache angeht. Also ich spiele dann immer so sich auf eins, aber das Bild war mir echt als erstes im Kopf an dem Film, was mir da aufgefallen ist, dass der ist so Panorama fixiert und allein, ich habe es noch hier solche Sachen, ist halt alles immer dieses Widescreen,
super ausgelotet halt irgendwie. Aber es ist nicht von Roger Deakins. Unglaublich schwer. Bitte? Es ist nicht von Roger Deakins, die Kameraarbeit, ne? Also heute, von heute mal oder so? Weiß ich nicht. Nee, heute von heute mal hat Interstellar gedreht. Moment, ich muss mal eben. Ich glaube, das ist dieser, oh, wie heißt der denn nochmal? Greg Fraser heißt der, glaube ich. Der lässt zum Beispiel auch die Serie der Mandalorianer lässt der auch sehr, sehr gut aussehen. Oder auch Rogue One, also Star Wars Rogue One hat der auch gedreht. Ich müsste aber mal eben nachgucken, weil da bin ich jetzt echt überfragt. Ja, guck mal, ich gehe schon mal weiter. Ich habe hier noch was von einem sehr visuellen Regisseur, der nicht ganz unstreitbar ist, glaube ich. Moment. Kennt ihr es? Ja, aber es heißt nicht sehr unstreitbar. Ich meine, das kannst du jetzt nicht behaupten, bloß weil der Lasse ihn nicht mag. Ich weiß nicht, ja, der hat halt viel Schrott gemacht, aber eben, das ist halt einfach so ein typisch visueller Typ halt. Ich meine, aus dem Film hätte ich auch 1000 Bilder rauscutten können. Du kannst ja auch alle in die Wand hängen, finde ich. Deswegen. Was ist das denn? Das ist The Fall von Arsene. Ach so, ach der, okay. Ja, im Moment genau, dachte ich, das ist der Knast aus Dark Knight Rises, sorry. Ja, stimmt. Nee, aber auch in The Cell, das sind halt alles so super visuelle Filme und da gibt es halt 1000 Shots, die ich geil finde irgendwie. Ich glaube jetzt eher bei den späteren Filmen, da scheiden sich dann die Geister, aber ist mir auch egal. Auf ich habe den übrigens aus dem Grund nicht genommen, weil ich wusste, dass du wahrscheinlich Hattet ihr den schon mal beim Horst, The Cell? Nee. Ah, geiler Scheiß. Sehr ja, schön. Ja, ja. Oh Gott, auch grandios. Ja, das ist ganz witzig, weil ich ja noch, bei dem habe ich ein bisschen überlegt, weil ich habe ja noch gemeint, hauptsächlich visuell geile Bilder. Ich meine, das ist auf jeden Fall ein schöner Shot halt irgendwie, aber da spielt halt viel zusammen. Also auch die Musik. Ja. Und halt der Inhalt, ob das Bild an sich jetzt, ob ich es mir an die Wand hängen würde, wahrscheinlich ohne den Background, was genau da passiert und so, ist eigentlich nicht. Also da ist die Szene schon. Ja, wobei so als Fototapete, dass du praktisch aufstehst und jeden Tag siehst du aus so den Untergang so der Welt. Ja, ja. Genau. Ja. Hey! Oh, mein Gott! Ja, Nosferatu. Saugut. Klassiker. Wer hat den? Ich habe jetzt ein paar mehr, ich habe auch immer zwei irgendwie, also aber ich wollte einfach ein bisschen schnell durch. Ja, du hast deutlich mehr, auch ey, dann hätte ich auch noch mehr gehabt. Der war auch in meiner Auswahl. Ja, siehst du, hier ist das noch was aus einem alten Hitchcock-Film, Der Fremde im Zug, wenn ihr den kennt. Mhm. Bei dem Bild, das ist natürlich Mord, der sich in der Brille schatten. Mit dem Schattenspiel, von dem kam ich dann natürlich auch gleich auf den dritten Mann und so. Da wusste ich aber auch immer nicht, was ich nehmen soll, weil bei Nosferatu finde ich eigentlich diesen Shot eigentlich am geilsten. Aber der ikonischere ist vielleicht der mit dem Schatten. Aber eben hier solche Geschichten hat sie noch drin. Ja. Mhm. Ja. Aber eins habe ich auch noch mit drin, das habe ich eigentlich auch nur, weil ich dachte, das nimmt der Max, wollte ich zuerst gar nicht reintun, aber jetzt, nachdem er es nicht genommen hat, den hier noch. Oh, ja. Schön. Genau, ich hatte wir färben ein bisschen aufeinander ab, ja. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich bei meinen Sachen, weiß nicht, auf was anderes geachtet diesmal. Vielleicht Big Fish kennen Leute eher als Stalker. Ja. Ich habe auch mal überlegt, ob ich nicht noch irgendwelche Close-ups von, also jetzt bei der dritte Mann halt zum Beispiel, wo er das erste Mal Orson Welles sieht, solche Geschichten. Aber irgendwie bei mir ist es schon auch sehr, ja, wie sagt man, immer schöne Panoramas, meistens irgendwie symmetrisch oder irgendwie sowas, auf sowas irgendwie geachtet. Ja, jetzt einfach was aus dem Wes Anderson-Film. Ja, genau, ja, tatsächlich, ich wollte gerade sagen, Wes Anderson, natürlich der von The Life Aquatic, das Bild, wenn du dieses Schiff so siehst, als wäre es ein Puppenhaus, ja? Mhm. Oder bei Hereditary wäre das natürlich auch so ein Fall mit dem Puppenhaus. Aber ich habe eh immer so ein kleines Problem, wenn du mit so einer Aufgabe zu mir kommst, Andi, und sagst, hey, die besten Shots und sowas, dann denke ich mir, ja, ich habe ein bisschen das Problem, du hörst uns nicht. Doch. Doch. Weißt du genau, was du meinst? Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich tatsächlich bewegt Bild, Fotografie und die Stillfotografie dann doch immer tendenziell, ja, wie sagt man, trennen will voneinander, weil ich bei der Bewegtbildfotografie halt einfach zu viele Shots geil finde, die mehr oder weniger so Plansequenzen sind oder andere Geschichten und oft auch Übergänge. Da spielt für mich auch der Schnitt oft mit rein
Und ja. ich tue mich so schwer zu sagen, hey, ich finde jetzt diesen Screenshot irgendwie total toll, weil das ist für mich dann kein Kino. Das ist bloß die eine Hälfte des Ganzen. Aber die Aufgabe sollte ja nicht leicht sein, die sollte auch schwer. Ja, aber auch wie du gesagt hast, also gerade bei dem Bild von Fight Club, also dass man dann sofort die Musik als auch die Geschichte sofort abrufbar hat. Und ich meine, klar, du hast ja auch gebeten, dass es jetzt sozusagen inhaltlich nicht relevant sein soll, aber manchmal ist es auch so, dass inhaltlich relevante Szenen dann auch einfach besonders geil gefilmt sind. Also insoweit. Aber ich finde es immer schön, gerade bei Kino, wenn einem dann noch die Musik oder die Stimmen oder whatever durch den Kopf strömt. Ja? Und das weil das so ein Standbild ist, komplett abrufen kann. Und ich glaube, darum ging es auch. Schauen wir mal, was der Max sich so ausgesucht hat. Ja, ich habe einen, also wenn du das immer noch im Ordner drin hast, solltest du das rausnehmen. Kennt ihr den Film? Irgendwas sagt mir das, aber... Also es sieht nach Terry Gilliam aus. Ja. Ja. Volltreffer. Und es ist, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen, aber Münchhausen, ist es das? Nein. Nee, es ist Brasil. Ist das aus Brasil? Oh Gott, hey, das ist ja super peinlich, dass ich das nicht erkannt habe. Ja, eben, genau. Aber Münchhausen hätte es sein können, so ein bisschen auch, ne? Ja, ja, ein bisschen schon, aber... Ja. Ja gut, aber Münchhausen warum soll ich bei Münchhausen Atomkraftwerk? Ja, stimmt. Ja, nee, Münchhausen ist auch leider deutlich unbekannter, aber was sehr schade ist. Es ist ein ja, sehr unterschätzter Film. Also über Münchhausen würde ich gerne auch mal mit euch mich unterhalten, weil ich wieder gesehen und der ist zu Recht verkannt. Ja. Genauso den Who Killed Don Quixote, den habe ich mir jetzt angeschaut, nachdem ich ja Lost in La Mancha mal als Podcast besprochen habe. Der Film, der gescheitert hat. Egal, anderes Thema. Aber ich natürlich muss man... Wenn man den Film kennt, man weiß, okay, die Kamera fährt durch diese Straße und man denkt mit der damaligen Sehgewohnheiten, ja, man fährt da diese Straße lang und dann kommt halt als Kontrast voll der Penner, weil das einfach ein Architekturmodell ist. Und das fand ich jetzt, also ich habe, glaube ich, noch ein paar Brasil-Bilder drin, aber das fand ich schon sehr typisch für diesen Film und auch visuell, kameratechnisch total gut gelöst. Ja, das ist witzig, weil wir haben den Film ja erst beim Telehorst besprochen, also schon ein bisschen länger her. Aber irgendwie habe ich auch, ich konnte mich jetzt nicht mehr daran erinnern, aber irgendwie, wo du es gesagt hast, dachte ich mir, ja klar, macht ja Sinn. Ja. Aber ich glaube, ich sehe hier schon im Thumbnail das nächste. Genau. Ja, gut. Das, das ist ja bekannter. Ja. Das ist bekannter, ja. Und da kommt dann der Satz dazu, oh mein Gott, wir haben ihn verloren. Und da fällt einem auch gleich wieder dieser Satz ein, der ja wirklich absolut, absolut krass ist bei diesem Film. Und jetzt als nächstes kommen die Masken, oder? habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ja, einfach variabel. Wir hören aber mit dazu auch zu diesem. Ich habe jetzt auch bei der Szene eigentlich zuerst an diese Babymasken gedacht. Ja, aber. Ja, die waren mir, also die waren mir zu, naja gut, du hast halt eine Babymaske. Ist auch ein Hingucker, aber ich fand gerade diesen total geistesentleerten Blick, das fand ich schon ziemlich toll. Ich würde sogar sagen, erlösten Blick. Ja, ja, ja. Ja, danach habe ich eben, das habe ich vorher gemeint, ob ich nicht noch so ein paar Gesichts-Close-Ups suche, die halt so sich so einbrennen. Ich musste da an Metropolis denken, diese Brigitte Helm, immer wenn du ein Bild ist, jetzt so eine krasse Mimik irgendwie. Aber habe ich jetzt nichts mehr raus. Deswegen schön, dass du mal sowas hast. Weil bei Brasil denke ich halt an die Babymasken und noch dieses Facelifting-Bild. Wobei, aber ich finde, wenn du Porträts, du hast auf der einen Seite halt Leute, die Filme viel mit Porträts gemacht haben und eben die Köpfe schön ins Bild gesetzt haben, wie Bergmann. Aber es hängt sehr viel von den Schauspielern ab, ob die mehr oder es gibt so Porträtfressen, wie zum Beispiel, ich glaube, Willem Dafoe, wenn du den einfach zu zwei Drittel das Bild mit Willem Dafoes Kopf füllst, dann hast du immer ein geiles Bild. Ja. Ob er jetzt Van Gogh ist oder ein Leuchtturmwärter oder keine Ahnung. Es gibt ein paar so Fressen, da kommt einfach ein Licht drauf und die furchen sich selbst zurecht. Ich wundere es auch, dass hier noch nicht Norman Bates diabolisches Grinsen mit drin war. Weil das da war so ich am Überlegen. Oder hier die zwei Mädels aus Shining oder sowas in die Richtung. Ach, da fallen einem so viele Sachen. Shining hätte ich gern genommen, aber ich habe mir dann gedacht, hey komm. Ja, wen haben wir denn da? Ja, schön. Adolf Hitler. Ja, nee, genau. Nee, eben nicht, sondern Modern Times. Ja. Aber halt der absolute Klassiker, wo halt auch das ganze Thema drin ist und so weiter, braucht man wenig Worte darüber zu verlieren. Ist einfach ein Bild, das mir
ja, relativ zügig eingefallen ist. Aber auch sehr bitter süß irgendwie auch, ne? Ja. Passt wunderbar auch zu diesem ganzen. Ah, schön. Wir kennen den Film. Alle? Okay. Let the right one in. Ja, genau, aber die ist das Original. Also, die gute Version. Und ich meine, das hat natürlich auch was wieder mit dem Bewegtbild zu tun, sage ich jetzt mal. Da sind wir uns wieder einig, Max. Aber ja. Da war so ein Themenabend über skandinavische Filme auf Arte. Und da haben sie eben, glaube ich, auch Valhalla Rising vorgestellt und eben auch den So finster die Nacht, so heißt er auf Deutsch. Und wo ich diese Swimmingpool-Szene gesehen habe, wie die gefilmt wurde und wie viel da auch, jetzt sind wir auch wieder beim Thema, aus sozusagen irgendwas spannend zu machen, weggelassen wurde, weil du hast ja keine Akustik, sondern du hörst nur irgendwie so, wie wenn du halt unter Wasser irgendwas hörst und es fallen halt dann ein paar Körperteile auf die Wasseroberfläche und damit ist diese Szene erzählt. Und also insoweit, dieses Bild musste ich einfach extrem feiern, weil also So finster die Nacht hat mich aus vielerlei Gründen, auch von der Geschichte her, vollkommen in den Bann gezogen. Ich glaube, ich habe mir den am Abend dann gleich zweimal reingezogen, hintereinander. Ich liebe diesen Film. Und eine Frage, weißt du noch, ob das der erste Körperteil ist, der reinfliegt? Ja, ich glaube, der erste, weil dann im Hintergrund... Ich bin nämlich immer so schockiert. Ich find, als ich den das erste Mal gesehen habe und der Film wurde mir empfohlen von einem Freund. Sagt, so ein guter Horrorfilm. Wird dir gefallen, wenn du so auf Psychologisches irgendwie stehst. Dann schau ich mir den an. Und ich meine, die ersten 80 Minuten sind ja ein Coming of Age. Auf eine gewisse Art und Weise schon ein bisschen spooky. Du hast halt immer so dieses Vampiröse im Hintergrund, was immer so mitbabert. Und dann... Das ist so ein richtiger Jumpscare für mich gewesen, als du da gesehen hast, wie das da auf einmal in diese Kameraeinstellung diese Körperteile reinfallen. Da dachte ich mir, wow, der Film hat es geschafft, mich mal zu erschrecken. Das schaffen nicht viele. 10 Punkte. Ja. Ich will euch gar nicht unterbrechen, aber ich kann es mir aufschreiben, aber ich quatsche es einfach mal hier rein. Zu dem Film fällt mir ein Themenvorschlag für die nächste oder eine der nächsten Folgen ein, irgendwas mit gute deutsche Alternativtitel oder sowas. Oder schlecht, ist ja egal, aber diese, weil hier so finster die Nacht, da muss sich jemand dran denken. Gerne, sehr gerne. Das ist ein super Thema. Ja, also wie gesagt, wenn ihr die beiden den Film wahrscheinlich nicht gesehen habt, also dringendste Empfehlung, dringendste. Ich habe ihn gesehen. Ja, also ich fand ihn, und ich muss dir kurz widersprechen, Max, weil die Swimmingpool-Szene ist so nach einem Drittel ungefähr. Es geht ja dann noch munter weiter, also es verschärft sich ja noch mehr. Was? Die ist doch ganz am Schluss? Nein, zum Schluss sitzen sie im Zug. Also das ist das erste Mal, wo sie zeigt. Ich widerspreche dir da. Wir schauen ihn doch mal an, am besten. Wir schauen ihn noch mal an. Ja, genau. Gerne in einer Watchparty, perfekter Film für eine Watchparty. Absolut, ja. Ja, ja. Klar. Logisch. War unvermeidbar, ne? Ja. So, und deswegen dachte ich, wegen der Spiegelungen, ich dachte nämlich, das wäre wo im Auge vom Astronauten dann sozusagen eher in den Lichttunnel reinkommt. Und da bilde ich mir ein, dass es super ähnlich zu dem Blade Runner Augenfoto war. Aber klar, hell musste einfach sein, als Hingucker, als Standbild. Es wurde ja auch mal als Plakatmotiv einfach verwendet. Das musste einfach rein. Kennt nicht jeder, Körper und Seele. Mhm. Ein Wahnsinnsfilm vor 3 Jahren im Kino. Auch Kamera allgemein großartig und auch diese Bildsprache, also einfach... da wird so viel in Anführungsstrichen bildlich gelöst und nicht über irgendwelche Dialoge oder spannende Musik und so weiter. Und deswegen musste ich unbedingt den Hirsch und die Hirschkuh rein. Bitte? Von wem ist der Film? Ja, da habe ich auch dann sehr viel Making-ofs mir angeschaut, weil ich es kaum fassen wollte. Also es ist eine Frau, deren Namen ich gerade nicht weiß, ein ungarischer Film. Und die hat sowohl Buch als auch Regie gemacht. Und es geht einfach darum, dass
unabhängig voneinander zwei, ein Mann und eine Frau, exakt dieselben Träume haben. Und das kommt einfach nur auf, weil die im selben Schlachthof arbeiten. Also sie arbeiten im Schlachthof und also da kommt eine Psychologin und fragt eben die ihre Träume ab und dann stellt sich eben heraus, dass die beiden synchron träumen. Also sie treffen sich immer als Stellvertreter eines Hirsches und einer Hirschkuh in den Träumen. Und allein der Umgang mit diesem Phänomen, also wie du in einem Fleischfachmetzgerei Industrie dann dem auch Raum geben musst, also dass das ein Phänomen ist und was das dann auch eigentlich bedeutet. Also der Film ist, ich liebe den und da habe ich eben halt den Hirsch und die Hirschkuh einfach genommen, weil das einfach, das sind die Avatare sozusagen, die sich im Traum begegnen. Sag mal den Titel. Körper und Seele. Körper und Seele. Ein Film aus Ungarn ist das. Der Name der Regisseurin ist Inyedi, genau. Ich habe auch schon mal von dem gehört, wobei Max, ohne dass das jetzt fies klingt, aber ich habe im Moment echt gedacht, dass da irgendwie versehentlich ein Desktop-Bild von Windows drin gelandet ist. Irgendwie sah das so ähnlich aus. Ja, tut mir leid, das ist eigentlich so ein Postkartenmotiv, so ein bisschen. Ja. Aber ich merke mir den trotzdem vor. Da sind wir jetzt wieder bei dem ikonisch. Also das ikonisch ist für mich logischerweise an den Film und an Momente gebunden. Natürlich würde ich mir auch dieses Bild nie an die Wand hängen, weil es ein schönes Bild ist. Also da ist halt einfach diese Gratwanderung zwischen, also welche Geschichte, welche Bilder, welches Thema poppt einfach auf, wenn du dieses Bild siehst. Ja, ja. Ich hoffe mal, dieser Nachbar bohrt jetzt nicht allzu sehr, aber machen wir mal schnell durch hier. Ja, ja, klar. Auch man hört bisher nichts. Ja. Ein bisschen klein. Ein bisschen klein, tut mir leid. Es war das aus. Ah ja, okay, ich sehe schon, woraus es ist. Ja. Und ich fand es deswegen ikonisch, weil man schon beim ersten Mal Fight Club sehen konnte. Also eben immer diese eingeschnittenen Momente. Und wo du im Kino schon, also du siehst den Film das erste Mal und sagst, hey, da hat doch irgendwie gerade was aufgeblitzt, Dann wird es in der Mitte vom Film auch nochmal thematisiert, dass Tyler Durden ja auch Filmvorführer ist. Und das feiert den Film nachträglich nochmal, wenn man dann sagt, wow, geil, jetzt habe ich ihn endlich auf DVD oder Blu-ray und kann wirklich Bild für Bild durchschalten und mir dann einfach diese Einspritzer wirklich voll zu Gemüte führen. Ja. Aber daher es ist eine Szene ohne Starbucks-Kaffeebecher. Ja, da hast du recht. Gibt es ja, glaube ich, eine ganze Seite, die das damals dokumentiert hat. Also da war das Internet ja noch relativ jung. Aber da wurde Bild für Bild dokumentiert, dass in jeder Szene oder in sehr, sehr vielen Einstellungen Starbucks-Kaffeebecher verborgen sind. Ja, und das hat dann Game of Thrones auch zitiert. Ich glaube, den Witz hatte ich sogar gemacht damals in unserem Recap, von wegen, die Szene hat David Fincher inszeniert. Ja. Sehr schön. Ja. Bild haben wir noch. Ja. Oh ja, okay. Kannst du weitermachen? Ja, müssen wir jetzt pixeln? Das wird gepixelt, keine Angst. Gepixelt, ja. Also das ist dann eben kurz vor Schluss, bevor eben halt dann Andys Bildauswahl von Fight Club vorkommt. Also das ist, glaube ich, kurz danach, wo die Wall Street zusammenstürzt, dann wird eben halt genau dieser Penis endlich gezeigt, der ja schon in der Mitte vom Film angekündigt wurde, aber eben nicht gezeigt wurde. Aber man muss sagen, es ist ein sehr schöner Penis. Ja, natürlich. Ja, ja. Frage noch, wie hast du denn, hast du die online gefunden oder hast du die Screenshots selber gemacht? Nein, ich habe wirklich bei Google Fight Club Penis und dann eigentlich nur dieses Bild, weil es ja ein Standbild ist, aber... Ja, das blitzt ja nur ganz kurz auf, ne? Ja, ganz genau. Das ist eigentlich Max' Spezialthema, gell? Beim Horst haben wir das schon rausgefunden, Boogie Nights, also Max Rausch aus Boogie Nights, was war noch, Bronson, das waren immer die Pimmel, Bronson. Ja. Filme. Ich bin der Pimmel-Experte hier. Ach ja, bei Boogie Nights ganz am Ende, ne? Die allerletzte Einstellung. Ja, Dirk Diddler, logisch, genau. Genau, Dirk Diddler. Oh, großartiger Film auch, ja. Unbedingt, ja. Wir müssen vielleicht mal echt als Thema so, keine Ahnung, Geschlechtsteile in Filmen. Ah, da muss ich aber so viel pixeln dann im Nachhinein. Da kann ich dann auch noch... Vielleicht müssen wir es mit einer Ab 18 dann, mit einem Ab 18 Disclaimer vielleicht geht es dann. Man aber ihr habt doch eh irgendwie explicit oder, aber ja, gut, visuell, ja. Hey, apropos großartiger Film, kommen wir zu dem Thema, was wir letztes Mal nicht mehr geschafft haben. Mhm. Ich habe hier noch eins,
Aber ich habe gesehen, Max Ott, ich sage jetzt auch mal den Nachnamen dazu, ja. Du hast auch ein paar Bilder vorbereitet, nur noch mal kurz, darum geht es jetzt. Also jetzt nicht viel, also falls die Worte nicht ausreichen, kann ich noch ein paar Szenenfotos zeigen. Ja, um den Film geht's und das ist natürlich auch eine super Überleitung von dir, Dom. Und von dir, Max, weil klar, Boogie Nights ist der erste Kinofilm von P.T. Anderson gewesen und sein zweiter Film war dann gleich mal schnell aus der Hüfte geschossen, in Anführungsstrichen Magnolia. War nicht sein Debüt Punch Drunk Love? Nein, der kam danach. Also ich habe noch mal gewikipediert und es ist so, dass... Sein erster ist Last Exit Reno. Dann genau, kurz. Ah, ja. Boogie Nights und ja. Dann Magnolia. Und genau. Es wird aber eigentlich immer Magnolia irgendwie so als sein Debüt verkauft. Ja, ich habe auch gedacht, weil ich habe dann logischerweise Boogie Nights auch erst nach Magnolia gesehen. Aber Boogie Nights, also sagen wir mal so, was ich jetzt mal ganz grundsätzlich an diesem Film und an P.T. Anderson so unendlich gigantisch finde, von Magnolia gesprochen, er hat das Buch geschrieben, er hat Regie geführt, der Film dauert 3,5 Stunden, hat die Creme der Besetzung, jetzt habe ich mich noch schlauer gemacht, also ich habe ja auf der Blu-ray die ganzen Making-ofs und so weiter angeschaut, die Making-ofs dauern glaube ich 6 Stunden, aber das ist auch okay bei einem 3-Stunden-Film. Die verschlingst du. Die sauge ich auf. Der Film, als er in die Kinos kam, war der werte Herr 29 Länze jung. Mhm. Er hat mit 29 Jahren, war die Premiere von diesem Film und ich würde mal sagen, da hat er 2 Jahre dafür gebraucht. Also mit 27 hat er sich eingeigelt, hat angefangen, das Drehbuch zu schreiben, die Leute zu casten, das Geld zu bekommen, um dann diesen Film zu wuppen. Und jetzt habe ich bei Wikipedia noch gelesen, dass P.T. Anderson keine Ausbildung an irgendeiner Filmhochschule oder sonst was hatte, sondern ein absoluter Autodidakt ist. Er hat zwei Semester Anglistik studiert und das war es im Wesentlichen. Und, also tut mir leid, also ich kriege ja jetzt schon und wieder... dann sieht er auch noch so gut aus! Mensch! Das ist doch jetzt eigentlich fast Wurst, gell? Aber, nee. Also, Dom, du hast ihn gesehen, Max hast du ihn auch gesehen? Ich habe den... Keine Ahnung, wie oft schon gesehen, ja. Und Andi, du auch? Ich habe ihn jetzt ohne Scheiß als Vorbereitung auf die Folge das erste Mal komplett gesehen. Ich habe schon immer mal wieder reingeschaut, war dann aber immer nicht in Stimmung und meistens war es dann auch so, dass ich mir dachte, ach Gott, ich habe jetzt die Zeit gerade nicht. Aber ich habe ihn extra für diese Folge komplett das erste Mal gesehen. Oh, super. Was ich noch sagen will, du hast jetzt alles aufgezählt, Cast, Story, alles Mögliche, was mir auf jeden Fall jetzt am... Ja, nicht am positivsten, aber was mir auch sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, wo ich mir gleich auch den Soundtrack hoch und runter gehört habe. Ja, logisch. Mucke großartig. Also nicht nur der Score, also halt dieses Klassik-Thema, was immer wieder kommt, sondern halt auch irgendwie Amy Mann hat da irgendwie die Covers, Wise aber Eigensongs. Da gibt es diese großartige Szene, wo alle diesen Song mitsingen. Ich höre euch gerade ganz schlecht, weil der scheiß Nachbar bohrt. Ich hoffe, das hört ihr nicht so laut. Nö. Aber ihr werdet wahrscheinlich eh hauptsächlich euch sprechen lassen und dann das Mikro muten, wenn ihr bohrt. Weil ich bin, wie gesagt, P.T. Anderson. Ich habe jetzt nie absichtlich einen Bogen um den Typen gemacht. Aber ich habe irgendwie nie von dem viel gesehen. Also Boogie Nights halt durch den Max Rauscher und jetzt diesen Film durch den Max Ott. Ich nehme mir immer mal wieder vor, das alles mal nachzuholen. There Will Be Blood noch nicht gesehen. Entschuldigung. Boah, There Will Be Blood ist... Ja, also ich will tatsächlich, ich muss da eine kleine Entschuldigung für dich dann auch mit aufnehmen, weil, wie gesagt, es ist auch so ein bisschen einer, der unterm Radar läuft. Ich finde, er ist tatsächlich wahrscheinlich, finde ich, der größte lebende Regisseur derzeit, würde ich behaupten. Von dem her, wie er mir gefällt, was er mir liefert, weil er vor allem auch Stories liefert, die ich persönlich nicht schreiben könnte. Deswegen nenne ich da nicht Fincher, weil Fincher ist immer in irgendwas unterwegs, was mich selber interessiert. Mord, Totschlag, Serienkiller, so die düsteren Sachen. Das bin eher so ich, weißt du? Ziehe ich meine Freude raus. Und P.T. Anderson überrascht mich mit jedem seiner Filme und er hat, glaube ich, tatsächlich in jedem Film immer irgendwie so ein besonderes produktionstechnisches Gimmick irgendwie mit drin. Wahrscheinlich bei Magnolia sind es mehr als nur eins. wenn ich mir jetzt zum Beispiel was war der letzte mit Daniel Day-Lewis, der Phantom Thread? Der seidene Faden.
Großartig. Ist ein Film, der halt ohne festen Kameramann gedreht wurde. Der hat halt verschiedenste Kameramänner einfach dafür engagiert. Und der wirkt trotzdem wie aus einem Guss. Ja, also der, das sind so Dinge, die er kennt die Regeln, aber er bricht sie auch. Ja, genau. Sieh mal, das ist der rote Faden heute, genau. Ja, da schlagen wir einen schönen Bogen, glaube ich. Das war so dem sein letzter Film. Wie gesagt, ich kenne den Typen. Der seidene Faden. Achso, wie viele Filme hat der, in welchem Rhythmus haut der Film raus? So alle 3 bis 4 Jahre. Also ich glaube, der davor war Inherent Vice. Genau. Der wirklich, ja, der ist wirklich so eine Sache für sich. Der basiert allerdings auch auf einer sehr skurrilen Buchvorlage, sagen wir es mal so. Aber ansonsten bringt der, also der produziert jetzt... Genau, oh ja, The Master. Ich würde sagen, pro Dekade vielleicht 2, maximal 3 Filme von ihm. Ja, der lässt sich eben Zeit. Aber hier Phantom Thread, also, ja gut, Danny Day-Lewis muss man mich nicht fragen. Aber der ist auch für sich genommen einfach wirklich richtig grandios. Ich würde sagen, wenn man es so maximal zusammenfasst, ist der Seidene Faden ist eigentlich so 50 Shades of Grey, aber in gut und für ein Arthouse-Publikum. Aha. Ja. Das ist ja mal. Ich habe den noch nicht gesehen. Nee, nein. Doch, der ist sehr, sehr sehenswert. Also nicht nur wegen. Danny Day-Lewis ist natürlich fantastisch, keine Frage. Wer da aber richtig. Also allein schon, dass die dem die Stirn bieten kann, ist diese Darstellerin, die ist jetzt auch demnächst die Hauptdarstellerin in. Old von M. Night Shyamalan, Vicky Krieps. Das ist eine luxemburgische Schauspielerin, glaube ich. Die muss man sich echt mal vormerken. Wobei, ja gut, ich war jetzt zuletzt von ihr nicht so begeistert. Sie war nämlich an dieser sehr umstrittenen Schauspieleraktion Alles dicht machen auch beteiligt. Mhm. Aber trotzdem Phantom Thread angucken. Großartiger Film. Was hat der noch gemacht? Ja, There Will Be Blood, ey. Also Wenn ich jetzt von dem einmal anfange, dann sitzen wir nächsten Winter noch hier. Also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie ich den liebe. Die übernächsten, weil ich rede da mit Magnolia weiter. Ja. Und Antoine Glaff war ja auch ganz gut. Also wow, hey, super, wunderbar. Ja, wenn ich Magnolia so anschaue, das Coole an Magnolia ist ja einfach, es ist halt ein Film, es sind aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, der kleine Junge fehlt noch, 8 Episoden, glaube ich. Ja. Zieht sich aber auch ein bisschen dann auch durch seine Art und Weise, wie er die anderen Filme gemacht hat, durch. Der ist nicht auf ein Genre irgendwie konzentriert. Also, wie gesagt, er schafft es auch immer, die Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Und trotzdem ist es halt P.T. Anderson. Mhm. Ja, absolut. Das ist sein Opus Magnum, würde ich sagen. Absolut. Und das wirklich als zweiter Kinofilm, den er gemacht hat. Und also ich meine auch, was der aus dem Tom Cruise rausgeholt hat, also das war ja richtig geil. Also weil davor war nur Top Gun und hast du nicht gesehen. Und danach war ja auch nicht so viel los erstmal mit ihm, aber wie er als wirklich absoluter Testosteron-Boy erstmal eingeführt wird, was ja auch nicht in Tom Cruise Political Correctness und Good Guy. Und wieder dann am Sterbebett seines Vaters zusammenbricht oder auch dieses Interview mit der Journalistin führt. Da sind wir auch wieder bei ikonischen Standbildern. Also ikonisches Standbild, Bruce Willis bei Pulp Fiction und eigentlich auch Tom Cruise bei Magnolia, wo der einfach mal 2 Minuten regungslos in die Kamera guckt. Und es ist spannend und geil vorm Herrn. Und ich fand bei diesem Film auch allein schon der Opener. Also allein der Opener, ich habe mir im Kino klar gesehen, habe auch irgendwie gute Kritiken gelesen, dachte ich, gehst du halt mal rein, 3 Stunden, naja, gehst du am Freitag rein. Und allein die ersten, ja, was sind es, 4 Minuten, wie der Film losgeht, ja, ich war ja sowas von platt und dann gleich das erste Eminem-Lied, wo ich eigentlich schon nach den 5 Minuten gesagt habe, hey, ich kann jetzt schon rausgehen und ich hab was Großartiges gesehen, was Großartiges. Yeah. Also allein die Geschichte von dem Jungen, der Selbstmord vom Hochhaus macht oder auch der Taucher, der in den Bäumen hängt oder auch mit Blackberry Hill und so weiter und das zusammengeschnitten und mit dieser Erzählerstimme und sagt, hey, es kann doch kein Zufall sein, bam, die Musik
wow, also atemberaubend. Und ich finde auch den Schluss so wahnsinnig schön. Ja? Also dieser Schluss, der eigentlich nur mit dem Blick von der Blonden aufhört, die noch nicht entschieden hat. Sie hat sich noch nicht entschieden, aber es bewegt sich was in ihr. Und darum geht es ja auch in dem Film. Also einfach zu sagen, okay, ab wann bewegt sich was im Leben von einer Person? Also was muss alles passieren, dass du endlich aufhörst, dran festzuhalten? Ja? It's not going to stop. Eure Deutungsansätze zu der berühmten Froschszene mal hören. Oh, war ja, ja. Auf die... Ach, ja. Da musste ich jetzt direkt dran denken, als Max vom Ende spricht, weil das ist so... Also ich mag den Film auch total gerne. Ich habe jetzt irgendwie... Ich glaube, ich gucke den heute Abend sogar. Ich weiß es nicht. Ah, nee, gar keine Zeit für. Aber die Szene, als ich die gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, mir ging da so durch den Kopf, finde ich das jetzt doof oder finde ich es genial oder finde ich es beides? Und mittlerweile schlägt es immer mehr Richtung genial aus, muss ich dazu sagen. Ja. Muss aber mal wieder gucken. Ja, ich hatte noch keine Zeit, mir da ein Urteil so richtig zu bilden, aber dann kommt ja gleich so irgendwelche biblischen... Ja, natürlich kommen die biblischen. Das genau. Ist aber, der ganze Film ist damit aufgeladen auch. Ja, genau. Also bei Wikipedia kann man schon lesen, dass irgendwie 8 und 2 und irgendwie die, bla, weißt schon, die Weltuntergang, ob das jetzt P.T. Anderson gemacht hat oder nicht. Also ich habe nur nachgeschaut, ob es Froschregen gibt. Es gibt Froschregen und ich habe das einfach so stehen lassen und sagen, hey, cool. Das kann ja auch mal von außen trotzdem passieren, dass es dann halt mal Frösche regnet. Also ich habe das jetzt gar nicht als wahnsinnig die Moral von der Geschichte und bedeutungsschwanger gesehen. Mhm. Also ich habe da jetzt nicht Lust gehabt, da... Es ist ja auch mehr oder weniger die Klammer, die schon in den ersten 2 Minuten eigentlich aufgemacht wird, ist ja, du hast Ereignisse, die so komplett... an den Haaren herbeigezogen scheinen, wie jetzt die Sache, stürzt sich einer aus dem Fenster und zum gleichen Zeitpunkt schießt ihm jemand noch eine Kugel rein und dann wird das halt mehr oder weniger als Mord deklariert. Ist absolut idiotisch, ist hanebüchen bis zum geht nicht mehr und genauso hanebüchen ist es, dass halt auf einmal Frösche regnet. Und ich finde diese Klammer der unerwarteten Ereignisse, das ist... Die unerwarteten Ereignisse sind ja eigentlich der Star des Films, weil es können ja unerwartete Ereignisse sein, die von außen betrachtet komplett normal wirken, aber für einen persönlich so unerwartet sind, dass sie mehr oder weniger dein ganzes Weltbild umkrempeln. Und das hast du eigentlich bei jeder dieser Figuren irgendwie mit dabei, dass es so ganz, ganz simple Dinge sind, die Geschichten umwerfen, die von außen betrachtet, naja, gut, das ist komplett normal irgendwie, weil du hast es schon 100.000 Mal gehört. Aber du selbst in dem Moment empfindest das jetzt derzeit so als erschütternd und umwerfend. Und ich meine, ein Froschregen ist eine gute Symbolik für sowas. Ja, mir fällt jetzt auch ein, da ist ja besonders die Figur von Philip Baker Hall, ne? Ohne jetzt zu viel zu spoilern. Genau, das fällt mir da zum Beispiel ein, von wegen der Schein nach außen, ne? Also jetzt auch ohne hier zu viel zu verraten, weil den Film, den sollte man wirklich selber gesehen haben. Oh, ich muss den echt mal wieder gucken, ist Jahre her. Das ist so ein Film, der wächst mit den Jahren. Der ist wie so ein guter Wein, der wächst. Das ist wie so ein guter Wein, den du trinkst und der reift dann in dir, könnte man sagen. Also ja? Ich schaue den wie so ein Konfekt mir an und ich habe ihn ja auch vor einem Jahr einfach mal gesagt, okay, den schaue ich mir nochmal an und hoffe, dass er es noch kann. Und du hast recht, das ist ein richtig gut gealterter Wein. Also da gibt es aus meiner heutigen Sicht immer noch nichts, überhaupt gar nichts auszusetzen. Aber ich finde, dass dieser Film tatsächlich, ich meine, wann war der? 97 kam der raus. 97 war vor wie vielen Jahren? Gott, jetzt muss ich rechnen. 25 Jahren in etwa. Mhm. Es ist immer eine andere Figur, mit der man sich mehr identifiziert. Ja, und zwar werden die ja. Figuren immer älter. Weil da ja wirklich jede Lebenslage auch gut drin ist. Und also das ist kein Spoilern, aber allein diese Diskrepanz an, also sozusagen bahnbrechenden Ereignisse im eigenen Leben, also dieser gutartige, liebe Polizist,
der auch dann mit Video-Chats sozusagen sich beschreibt, weil da gab es dann noch nicht Lavoo oder Parship oder wie sie alle heißen, ja. Und das, die größte Katastrophe, die allergrößte Katastrophe in seinem Leben ist, dass er seine Dienstwaffe verliert. Ja? Und hat er Kontakt zu dem Mädchen, wo du schon einiges weißt, also kokainsüchtig, missbraucht worden und so weiter und so fort. Und allein diese Begegnung, die Geschichte zwischen diesen beiden, wo sie sich gegenseitig öffnen, wow, Wahnsinn. Also da geht mir so das Herz auf, weil es einfach, das sind wirklich hochemotionale Geschichten oder Julian Moore in der Apotheke, wo sie die Präparate holt. Allein was in dem kurzen Gespräch zwischen Apotheker und ihr stattfindet an Wahnsinn. Also dieser Film ist ein Blumenstrauß an, ja eben, Begegnungen oder auch Philip H. Macy, also irre, also ja. Mit der Zahnspange, die er haben möchte. Und aber der ganze Cast, daran merkst du eben auch schon, dass PTA, ja. Ich meine, du hast hier eigentlich dieselbe Erfolgsbesetzung schon wie bei Boogie Nights. Und ja. Allein schon, ich meine, weiß nicht, ist in gefühlt jedem zweiten PTA-Film ist doch, glaube ich, Philip Seymour Hoffman drin, ne? Ja, jetzt nicht mehr, weil er tot ist, aber ja, ja. Recht. Ja. Bis zu The Master, ne? Ja. Ja. Und auch also, die Rolle als Krankenpfleger, wie der das spielt. Ja, ach Gott. Boah, Max, du machst mir gerade so einen Bock auf das Ding. Das ist ja furchtbar, ey. Ich muss echt wieder schwärmen. Also allein die Tatsache, wo er anruft beim Bringservice vom Supermarkt und dann den Playboy bestellt. Mhm. Und du weißt noch nicht, was der Playboy jetzt ist. Also es könnte ja auch sein, dass Philip Seymour Hoffman einfach sagt, ja, braucht halt einen Playboy, wenn er eine Nachtschicht da am Sterbebett macht. Um dann überhaupt die Adresse vom Tom Cruise rauszubekommen. Und allein diese Telefonschleife, das ist so atemberaubend spannend. So atemberaubend spannend. Also dieser Film ist einfach 3,5 Stunden spannend. Ohne Ende. Ohne Ende. Die spannendsten Nichtigkeiten des Alltags. Ja, und da schließt sich auch wieder ein kleiner Zirkel, wo der junge Quiz Kid of the Year halt einfach mal dringend pinkeln muss und es einfach nicht darf, weil die Filmproduktion es nicht erlaubt. Und dann auch zu wissen, was der Moderator eigentlich gerade für Themen in sich selber rudeln hat. Ah, oder auch nur, wo der Junge zum Vater sagt, hey Papa, du musst einfach lieber zu mir sein, also nachdem sie Frösche geregnet hat. Und auf sowas stehe ich. Also, weißt du, es ist dann nicht so, vorbereiten oder das, sondern einfach nur, jetzt sagst den Satz, ja, und der wirkt jetzt erstmal. Ne? Also auch sehr kathartisch einfach. Ne? Erinnerung geblieben ist, und das hat eben zu diesen Klassik Score da gepasst. Da gibt es doch diese eine Szene, wo dann halt so immer geschwenkt wird, wisst ihr noch? Von den verschiedenen Charakteren und dann ging das so schnell mal. Also normalerweise bist du ja irgendwie so 10, 20 Minuten immer bei einer Szene, aber da wird dann mal so schnell gecuttet und das mit dieser Musik, das war dann richtig so, ja, wie so eine Sinfonie irgendwie und wie das halt alles verwoben ist, was man ja auch auf diesem einen Plakat ganz cool sieht. Das hat sich dann angefühlt, als würdest du so eine, ja, wie so eine Oper oder so. Ich weiß halt, wie so eine Sinfonie einfach aus Alltäglichkeiten eigentlich, aber wie das dann so zusammengeschnitten wurde, da gab es eine so eine krasse Szene, die fand ich sehr schön. Da ist dieses Verwobene halt eben nochmal gut rübergekommen. Das fand ich schön. Ja, wir haben auch, jetzt noch der Art und Weise, wie der Film geschnitten ist, gibt es eine tolle Analyse auf YouTube von dem Kanal This Guy Edits. Das ist ein Deutscher, der in Hollywood bzw. in L.A. als Editor arbeitet. Und auch schon für größere Produktionen gearbeitet hat. Und der macht auf seinem Kanal echt sehr, sehr gute Analysen, was halt so Sachen wie Filmschnitt angeht, natürlich in erster Linie, aber auch eben wie Kameraeinstellungen, wie Schwenks und solche Sachen funktionieren, um eine Story voranzutreiben, was ja eigentlich auch für gutes Editing verantwortlich ist. Der hat nicht nur Magnolia beleuchtet, sondern zum Beispiel auch, ich glaube, Interstellar. Oder überhaupt also Nolan, wie praktisch die Vielschichtigkeit funktioniert im Schnitt bei Nolan. Oh das ja. Ja, ja. Dunkirk und Interstellar, glaube ich, waren die zwei Sachen, die er da beleuchtet hat. Kann ich sehr empfehlen. Man erfährt unglaublich viel. Mhm. Und natürlich ich selbst als Editor fühle mich dann auch da immer darin bestätigt, dass meine Arbeit auch wichtig ist. Schnitt ist total wichtig. Da könntest du allein schon das wäre auch mal eine schöne Idee an die Filme, die sich
oder die durch Schnitt einfach was ganz Eigenes bekommen, beispielsweise, oder die wirklich durch Schnitt im Gedächtnis bleiben. Mir, weiß ich nicht, für mich ist der Klassiker da eine Sequenz in Schweigen der Lämmer, beispielsweise. Mhm. Da wird wirklich mal demonstriert, wie sehr ein guter Schnitt einen Film verändern kann, ne? Oder eine ganz andere Dynamik reinbringt. Ja. Das ist auch schon ein bisschen eine gute Überleitung vielleicht zum Ende. Ich weiß, ich will jetzt überhaupt niemanden hier in seiner Liebe zu PTA und Magnolia unterbrechen. Ich habe nur gerade auf die Zeit geschaut. Ja. Aber nee, war schön. Also endlich habe ich den Film mal gesehen und ich habe jetzt auch schon wieder fast Bock gekriegt, ihn gleich nochmal zu schauen nach diesem Gespräch. Aber wie gesagt, ich wollte keinen unterbrechen. Wenn ihr noch was habt, haut's raus. Sonst haben wir jetzt schon theoretisch zwei schöne Themen für die nächste Folge, würde ich sagen. Absolut, ja. Also es wird auf jeden Fall eine weitere Folge geben. Ja. Vielleicht Eva dann wieder dabei, vielleicht setzt jemand anderes mal aus, vielleicht ich, mal schauen. Schauen wir mal. Aber ich glaube... Also das Einzige, was bei Magnolia nicht gefallen hat, war das Lied von Supertramp, weil ich fand es einfach schön, dass Amy Mann eigentlich alle Musik gemacht hat und das Breakfast in America hätte ich zum Schluss nicht gebraucht als Abspannmusik. Das ist sozusagen der einzigste Malus. Ja, vielleicht haben aber die mit ihrer Abspannmusik irgendwie, keine Ahnung, 500.000, vielleicht hat die Plattenfirma 500.000 Dollar gegeben, damit ist das ein oder andere Gute dann finanziert worden. Ja, vielleicht. Aber auf Amy Mann würde ich nicht verzichten wollen in dem Film. Also ja. Es spricht ja auch niemand von Supertramp, es spricht ja jeder von Amy Mann. Ja, weil es halt einfach die zentralste Szene des Films ist. Die ist ja, glaube ich, genau in der Mitte des Films. Mhm. Und mein Gott, das ist wirklich, das ist pure Kinopoesie. Wirklich. Das top, ja. Und ich habe da einfach spontan entschlossen, bis auf Weiteres, das ist, wenn ich mal das Zeitliche segne, dass das bei meiner Beerdigung genau dieses gespielt werden soll. Jetzt weißt du, aber jetzt ist das offiziell im Internet. Mai, sonst müsste ich ein Testament machen. Nein, aber dieses ist jetzt noch sind wir drei gezwungen, das tatsächlich so hinzubiegen. Ach du Scheiße. Ich habe es schon schriftlich. Max singt es einfach. Ja. Max singt einfach Wise Up. Ja. Ja, das ist auch jetzt ein schönes Schlusswort. Oh Gott, oh Gott. Ja. Da fällt mir jetzt gar nicht mehr so viel dazu ein. Ich würde einfach Servus sagen, jetzt wieder so viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Absolut, ja. Und Mai, ich sage einfach nur Tschüss, liebe Zuschauer, nicht Zuhörer. Wir haben ja jetzt das erste Videoformat hier. Ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Und Zuschauer. Kommentiert gerne. Ja, hier unten. Kommentare. Ihr könnt auch spenden, entweder über PayPal direkt oder Buy Me a Coffee. Ach Gott. Und ich weiß nicht, ob wir redaktionell schon versprechen können, dass ein paar besprochene Links vielleicht sogar in der Videobeschreibung stehen. Das, glaube ich, kriegen wir irgendwie hin. Okay, ja. Wir werden ja immer besser. Wie gesagt, die ersten 10 Folgen sind noch Sprung ins kalte Wasser und ab da sind wir dann professionell. Genau. Diesmal ist nicht meine Aufnahme abgebrochen. Das war beim ersten Mal, das ist schon mal diesmal nicht mehr passiert. Also perfekt, alles Technik, wie begeistert. Ja. Dann, schön, dass du dabei warst, Dom. Ja, gerne. Gerne ja, wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis auf Weiteres. Ciao. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.